Hallo Freunde der guten Unterhaltung, herzlich willkommen zu einem neuen Livestream auf meinem Kanal. Ihr seht, es ist eine Menge passiert wieder mal. Ich habe ein paar Bäume gepflanzt, ein paar Tannenbäume, wie ihr seht. Damit es hier mal etwas heimischer aussieht und nicht so kahl und naja, ihr wisst schon, wie sie ausgesehen hat. Ja. Grün ist es auch geworden. Gut, ja, ich habe etwas nachgeholfen. Indem ich hier massenhaft Knochenmehl verstreut habe. Ich hoffe, jetzt bohrt jetzt nicht deshalb. Aber wie gesagt, Leiden ist immer noch kahl. Mal kurz im Holzgenerator. Ja, ich habe übrigens auch unten umgebaut, das kann ich euch auch noch mal zeigen. So, erstmal nur um die Karte mal ändern. So. Also hier ist noch alles so wie bei vorher war beim alten, ne? Ja, ein paar Kisten gestellt, damit ich die ein bisschen sortieren kann. Hier haben wir einmal die, muss ich selber noch mal gucken, die Kiesproduktion, die wird dann hier, und geht in den Mächter nicht rein. Importieren. Ah, das ist schon wieder, ich sterbe gleich wieder. So, jetzt haben wir dafür gesorgt, dass es auch wieder rein geht. Ich habe mich schon gefragt, warum da nichts reinkommt. So, machen wir schön. Hier kommt dann noch ein Gluster hin. Funktioniert. Yippie. So, überprüfe meinen Rest auch gleich mal. Hier ist drin. Der Mesh ist auch weniger geworden. Hier ist natürlich nichts, weil das geht alles oben in die Natur rein. Meine Sandproduktion und meine Kiesproduktion. Kies. Und Kies sieht mit dem Mesh genauso aus. Wo springt denn jetzt hin? Alter, zack. So. Aber das habe ich alles eingestellt gehabt. Warum? Nein. There's a distance between us. Hi Himmelauge HD. Bist du Discord oder so? Und hier natürlich wieder rein. Es wird da unten alles ein bisschen verkleidet, dann geht der Boden auch eine Etage tiefer. So. Na gut, jetzt kurz mal anmachen. Gucken, ob da irgendjemand rumhängt. Also, auf meinem Discord ist gerade niemand online. Ja, wenn du willst, kannst du kommen. So, wie gesagt, ist schon eingebaut, Platz sparen vor allen Dingen, schön sortiert jetzt. Jo.
Heißt, funktioniert, geht alles ins E-System und im E-System bringt nachher noch bei, damit das BSB man Sachen brennt. Da muss ich aber sehen, dass ich noch größere Anschlüsse kriege. Also ich muss dann halt sagen, hey, auf Leitung 1 bis 8, auf 1 bis 8 und jo, dann geht das schon. So, erstmal einen Schluck Gulli Gulli trinken. Wer nicht kennt, das ist so eine komische türkische Brause. Nicht die Kurven zum Beispiel, dann kann ich sagen, ich möchte 10 Stück haben, weiterklicken. Und dann sagt er mir, mir fehlen jetzt 2 von diesen Adroids. Ja, dann kann er das halt auch automatisch, ne? Momentan ist ein Ofen angeschlossen. So, hier haben wir noch. Alle sind nicht gekommen, sehe ich. Mal gucken, wo die anderen sind, die nicht gekommen sind. Hier könnte man noch einen hinstellen. Und natürlich nachhelfen. Schick, steht. Hier ist auch einer, der nicht gekommen ist. Komm mal. Ist auch noch einer. Warum wollen die hier nicht? Bestimmt besser schon. Mal die Blume weg, stell den dahin. Da ist ja genug Baum mehr verbraucht. Ja, dann habe ich meine Produktion für Netherrack auch mal hochgeschraubt. Aber irgendwie will die auch gerade nicht so, wie ich will. Jo, kein Problem. Aber noch ein bisschen Zeit. Jo, wie gesagt, inzwischen ist hier richtig schön geworden. Denk mal. Hier würde sich jetzt jeder wie zu Hause fühlen und nicht mehr wie in der Wüste. Ja, außenrum ist es immer noch eine Wüste, aber bald nicht mehr. Werde ich dann auch grün machen demnächst. Jo, und sieht halt so aus, als wäre unser Flugzeug im Dschungel gestrandet. Das bauen wir auch noch ab demnächst, weil wir haben unseren Wasserturm jetzt. Und dann haben wir übrigens genügend Wasser. Brauchen wir uns in der Hinsicht auch darum keinen Kopf mehr machen. Wo wir uns einen Kopf machen müssen, ist immer noch über Adui. Ich krieg kein Adui zusammen. Aber gut, machen wir erstmal die nächsten Quests. Und zwar den Holzgenerator. Warum? Achso, ist das falsche. Durch den Umbau habe ich ja jetzt hier die Fertigungskonsole. Ich soll sie wieder da hinsetzen, wo sie vorher war. So können wir uns das Ding bauen. Nein. Und es wird natürlich jetzt wieder Redstone, was ich woanders hingeschleppt habe. Sei doch. Aber wir haben doch hier noch Redstone. Zwei Blöcke brauchen wir erstmal.
dahin. So, und damit hätten wir den Quest erledigt. Sag ich doch. Weil so schön ist, kriegen wir noch einen Holzgenerator dazu. So, Steingenerator. Ich glaube, das war nur ein Upgrade. Steingenerator. Da sind wir wieder beim Thema Redstone. Haben wir noch. Dann machen wir uns wieder Redstone. Jetzt wird's knapp. Weil ich weiß, ich muss noch ein Upgrade machen. Ach, schon wieder weißen. Zack. So. Auch den haben wir jetzt. Ah, schön für dich. Wir müssen zwei Steingeneratoren machen. Und da haben wir jetzt ein Problem, dass uns das Redstone fehlt. Aber gut. Jetzt sollte das Redstone da sein. Einmal ein bisschen warten, ein bisschen Maschinen, ein bisschen aus den Hintern kommen. So, jetzt haben wir auch zwei Steingeneratoren. Und kriegen gerade einen dazu, dann haben wir drei. Iron Generator, da werde ich wohl wahrscheinlich noch. Da unten ist er. Nicht so aufhören ist. Ein Dropper. Wo ist der? Furnace? Uns wird definitiv Redstone. Das dauert also noch ein bisschen. Produktion ist am Laufen, wie ihr seht. Aber die Produktion lahmt jetzt hier mich. Aber warum erfriere ich denn jetzt? Hier müsste doch noch irgendwo Redstone drin sein. Aber die ist. Wo ist denn jetzt hier Temperaturregler?
Ach, den hatte ich ja beim Sterben verloren. Mal gucken, wo ich gestorben bin. Das war nämlich irgendwo hier unten. Genau da. Und sie sind wieder gestorben. Warum sterb ich immer? Das kann ich, wo hab ich? Ja. Da war mein Temperaturregler nicht bei. Drin. Warum hat er mir eben angezeigt, dass das weniger ist? Aber gut, das hilft mir nicht, dass ich den Temperaturregler gerade suche. Da ist er. Und mein Flüssigkeitsregulator könnte ich auch gebrauchen. Da weiß ich nicht, wo ist, nehmen wir aber den mal. So, dann brauchen wir einen Eimer. Mit Wasser. Damit wir den aufladen können. Alles klar. Wir brauchen also nicht mehr aufladen. Wir haben unseren alten wieder gefunden. Wundervoll. So, jetzt müssen wir einfach nur noch Essen immer holen. Dann können wir den hier erstmal alles in die Büsche klären. Den können wir uns auch nehmen, können wir wieder fliegen. Schmeißen wir den auch mal hier rein. Den kann man, doch kann man. Was soll denn, liegt der da drin, da soll er auch nicht rein. Gehen irgendwo im Bubble-Menü drin, aber scheint nicht zu funktionieren. Ich muss das Ding. Okay. Da liegt er. Sie muss den immer hier irgendwo im Slot haben. Und dann kann ich fliegen. Kann ich euch mal von oben zeigen. Gut, das kennt er ja. Mein Grundstück könnte noch größer werden. Aber irgendwie werden die Tiere weniger, oder? Nein. So, Hähnchen haben auch schon mal ein paar Eier gelegt. Und sich selbst umgebracht, oder was? Okay, gab's ein Küken. Oder fressen meine Wölfe meine Tiere auf? Ich finde auch welche. Ich weiß gerade echt nicht, warum. Ja, hier habe ich mal einen Test mit Painted Glowstone gemacht und ein Kaktus. Kaktus habe ich schon. Hey, was soll denn meine? Jo. Wie gesagt, ich denke mal, das sieht auch schon mal ganz schön schnucklig aus. Auch nicht mehr so kahl und so. Also mir gefällt's. Wie gesagt, hier oben mal für die Leute, die interessiert, meine Wasserproduktion. Wir haben unsere Kakteenfarm da hinten, die jetzt schon zugebaut ist, damit man sie nicht mehr sieht. Dann werden die Kakteen hier in Hopper verteilt, wo momentan keine drin sind. So, dann gehen sie in diesen
Burls rein. Oder Ork-Tanks. Oder, naja. Werden dazu Wasser produziert, gehen dann in diesen Ender-Tank. Und werden dann per Ender-Tank hier oben hin. Das war hier reingefüllt. Und zwar in eine Seite. Und die andere Seite sagt dann halt, hey, füll mich auf. Das heißt, solange ich hier nur abzapfe, füllt die Säule automatisch diese Säule nach. Und wenn ich hier abtanke, macht es halt der Endertank. Ne? Also in dem Fall. Irgendwie höre ich hier gar nichts. Hallo? Hallo, hallo? Ah, meine Mucke ist so laut, ich höre dich nicht. Genau. Ach nee, man kann sich ja lauter drehen. So, 140%. Sag ich mal was. Hallo? Hallo? Ah, Ton. Was geht ab bei dir? Soll abgehen, ne? Ich bin krank, du hast mich angesteckt, ja. Alles klar. Ich hab dich angesteckt. Bei uns ist Katastrophe, ey. Warum? Weil wir dürfen die Fenster nicht aufmachen bei uns. Also eine Firma brennt, die ist komplett abgefackelt und irgendwie ist da irgendwas mit Giftstoffen drin gewesen und oh, Alter. Das ist ja wie als in Land Brandenburg hier diese Kassettenfabrik gebrannt hat, durftest du auch die Fenster nicht öffnen. Ja, genau, so ist er gerade bei uns auch. Ja, super. Ich habe mein Fenster jetzt einfach aufgemacht, weißt du, ich wohne, wenn es hochkommt, einen Kilometer von der Firma entfernt. Also ich sollte keinen Schaden davon tragen, hoffe ich. Naja, kommt drauf an, wie lange ist das her und inwiefern ist das schon verzogen? Das ist noch gar nicht her, die sind immer noch seit 4 Stunden am Löschen. Oh, na dann solltest du eigentlich nicht das Fenster öffnen, glaube ich. Ja, das ist mir sowas von scheißegal, Alter, sonst gehe ich hier drinnen kaputt, Mann. Also wenn du in Berlin wohnen würdest, dann würdest du freiwillig dein Fenster zulassen. Bei uns ist es nämlich bombig kalt. Ja, bei uns ist es auch kalt, nur der Fieber, das ist so... Oh. Du kennst es ja selber, wenn du Fieber hast, machst du auch ab und zu mal Fenster auf, um einfach ein bisschen abzukühlen. Ja, ich stelle mich dann auch halbnackt auf den Balkon, damit ich endlich wieder kühler werde. Ja, das mache ich zum Beispiel nicht. Ist auch nicht zu empfehlen. Nee. Aber seit 4 Stunden sind die da am Löschen, Alter. Ich denke mir einfach nur WTF, was ist los mit euch? Das ist sehr fettig, ja. Wer weiß, was da für Chemiewerk brennt bei euch. Das haben sie komischerweise nicht beigeschrieben. Die haben nur gesagt, dass wenn alle, also alle im Umkreis sollen die Fenster schließen und bla bla. Natürlich schreiben sie das nicht, weil sonst würden sie ja Panik machen. Ja, so ungefähr. Was logisch ist. Wenn man weiß, was austritt, dann drehen alle Menschen durch. Habe ich jetzt schon wieder meinen scheiß Questbook gelassen? Ja, wann ja. Haben wir denn Halloween? Am 31. Nee, ist oder nicht? Ja. Aber dann machen wir Halloween-Stream, was hältst du davon? Schauen wir mal, ich glaube, ich muss mit meinen Kindern durch die Gegend rennen. Was, gibt es das bei euch noch? Na, natürlich. Boah, krass, bei uns gibt es das gar nicht mehr. Bei uns in Berlin werden noch alte Traditionen hochgehalten. Ja, wir haben es auch lange versucht, aber irgendwie... Vor allen Dingen...
ich bin ja der Krasseste, ne? Wenn die Leute kommen und sagen Süße oder Saures, dann bin ich so frei und drück dir eine Zitrone in der Hand. Ja, aber die den Spruch nicht immer falsch aussagen, weißt du? Das heißt, normalerweise heißt ja Süßes, sonst gibt's Saures. Und die stehen an der Tür oder sagen. Ich hab aber auch mal gesagt, Süßes oder Saures. Ja, aber normalerweise heißt es Süßes, sonst gibt's Saures. Ja, klar. So, also drücke ich den Kindern jedes Jahr eine Zitrone in die Hand. Und die freuen sich riesig darüber, glaub mir das. Ernsthaft? Ja, die freuen sich über eine Zitrone. Mit denen denn los? Alter. Das ist Berlin. Ja, stimmt. Bei euch ist so manches falsch. Jo. Das ist halt Berlin, ne? Ja, eigentlich müsste ich deprimiert sein. Warum müsstest du was? Was? Ich sage, eigentlich müsste ich deprimiert sein. Warum? Alles scheiße gerade. Ach so, scheiße kann das nicht sein, glaub mir. Ja. Guck dir meinen Spendenticker an, dann weißt du das. Hä? Ich sage, guck dir meinen. Angucken, dein Spenden? Ja, unten. Was da drin steht. Warte mal. YouTube. Ja, genau. Erstmal Werbung. Wie Werbung? Nein, ich wollte gerade sagen, das ist nicht dein Kanal. Hätte mich sehr gewundert. Schade, ich habe mich gerade gefreut. Tut mir leid, das muss ich dir. Du hast mir jetzt, du hast mir die Hoffnung genommen. Was steht denn da? Autoreparatur und HU? Was ist denn HU? Das ist ehemalige TÜV. Ah. Boah, 1000 Euro? Meinst du, die kriegst du irgendwann voll? Ich muss irgendwie diese Kohle zusammenkriegen. Ich bin gerade darauf eigentlich total deprimiert. Ich war heute bei meiner Atze. Eigentlich wollten wir nur Bremsen reparieren. Und meine Atze ist ja Kfz-Techniker. Ja. Und der hat sich mein Auto angeguckt. Ist mehr dran kaputt, als wie du dachtest, ne? Oh ja. Also wir haben, er hat es ja schon vor zwei, also es war ja mal sein Auto. Also er hat es 3 Monate gefahren, er hat es gekauft. Ja. Dann ist mein Auto kaputt gegangen vor 3 Jahren. Und ich habe es ihm dann abgekauft. So, den letzten TÜV hat er auch schon gemacht. Ohne Probleme ist er auch durchgerutscht, haben ein paar Bremsen gemacht, also sagen wir mal 50 Euro reingesteckt. Jetzt nach 3 Jahren, also heute im Endeffekt, hat er sich mein Auto angeguckt und hat gesagt, Alter, der kommt nicht mehr durch den TÜV. Und ich habe ihn angeguckt, ich sage, Alter, du willst mich gerade verarschen. Ich sage, nee, der kommt nicht durch den TÜV, du musst da so viel dran machen, dass das Auto nicht wert. Ich gucke ihn an, ich sage, Alter, ich habe kein Geld mehr neu zu kaufen, logischerweise, weil Autos kosten Geld. Und ich liebe meinen Audi über alles. Weil der fährt mit Gas und so, wisst ihr? Also umweltfreundlich und hast du nicht gesehen? Ja. Ja, und dann wird mir mal so, mir nix, dir nix gesagt, Alter, eigentlich kannst du dich im Dezember von dem Wagen verabschieden. Ja. Gut, wenn ich es in Spenden logischerweise nicht zusammenkriege, dann werde ich das irgendwie schon aus eigener Tasche zahlen. Also ich habe mir schon gesagt, egal wie, aber der wird das Auto reparieren. ja, aber ist schon eine Summe, ne? Oh ja. Vor allen Dingen, weil man sich eigentlich für dieses Geld einen guten Gebrauchten kaufen kann, neuen. Also, neu gut gebraucht. Ja. Das kann man. Ja, meine Frau war logischerweise ganz begeistert, als sie es gehört hat. Aber na gut. So ist das im Leben. Hab mir vorhin deinen Stream angeguckt.
Was? Boah, ich kann nicht streamen im Moment, Alter. Ich bin einfach noch fertig mit der alle. Da hast du von gestreamt? Ja, ich hab mal ein paar Minütchen. Ich hab sogar länger gestreamt, ein Stündchen. Ja. Na, so lange halt nicht angeguckt. Weil ich hab das versucht über 4G zu machen, also bei meiner AC gibt's ja nichts draußen, nichts anderes. Ja, das geht aber nicht. Das ist so grausam. Jede 5 Minuten stoppt die Scheiße. Richtig. Ja, kenn ich. Macht keinen Spaß. Jetzt auf einmal nichts mehr über den Brand schreiben, ne? Gerade haben sie alle Brand geschrieben und jetzt gar nichts mehr. Was ist mit euch denn los? Ist doch normal, ne? So. Ach ja, ich brauche immer noch. Vor allem, weißt du, die ganze Sache hat angefangen, weil einer in Facebook geschrieben hat, ich glaube, bei Dora brennt es, ne? Anstatt die Feuerwehr zu rufen, nein, er schreibt, dass er mal Kanal hat bei Facebook. Leute, was ist mit euch los? Ja, musst du dir wie Berlin vorstellen, ne? Ja, stimmt. Ne? In Berlin brennt ein Auto, Hotte rennt rüber, holt den Typen aus Auto raus, der hat einen Nervenzusammenbruch und andere stehen fast neben dem Auto, was vorne brennt, weißt du, und zücken ihre Kamera. Oh, Alter. So, dann sag ich, Leute, habt ihr alle einen Schatten hier, macht doch mal was oder so. Und hat sich mal einer bequem zu einer Tankstelle zu laufen und zu sagen, hey, wir bräuchten mal einen Feuerlöscher. Ich sag, ihr lauft nicht zur Tankstelle, ruft die Feuerwehr. Also. Oha. Also sie haben sogar geschrieben, warte, hier sind gerade sechs Einsatzfahrzeuge hergefahren Richtung dieser Firma, ne? Hm? Da hat einer drunter geschrieben, brennen ist gut, explodiert alles da. Also das heißt schon, dass es was Größeres. Und wir kommen jetzt, weißt du, wir haben so ein kleines Dorf, ne? Und um uns herum sind noch ganz viele größere Dörfer, weißt du? Mhm. Jetzt muss ein ganzen Eingriff, genau, ne? Du weißt, was ich meine. Die ganzen Fahrzeuge von den größeren Dörfern hier hinkommen, um das Feuer zu löschen. Weißt du, wir sind zu gut ausgestattet mit Polizei. Wir haben, wenn es hochkommt, 2 Beamte auf der Wache. Hm. Ist, und wenn einer Beamte weg ist, weißt du, ist nichts mehr los. Läuft. Ja. Boah, was ist denn mit euren Fenstern, hallo? Also wenn ich jetzt irgendwas riechen würde, dass es irgendwie ekelhaft riecht oder so, dann würde ich mein Fenster auch wieder schließen, aber hier oben ist nichts angekommen. Ja, das Problem ist, dass es nicht immer riechen muss, ne? Es gibt auch geruchslose Chemikalien. Ja, klar, aber man würde das auch ein bisschen verbrannt riechen. Wenn eine ganze Firma abbrennt, würdest du das auch ein bisschen verbrannt riechen. Und hier oben ist einfach gar nichts. Hm. Und es sieht aber schon ganz schön heftig aus, Alter. Wie sie hier Bilder posten von dieser Firma. Die steht hier komplett im Brand, ey. Das ist hart. Was ist Eisengenerator? Klappt ja gut mit der App. Alter Faller. Ist das? Das ist doch kein Brand mehr. Das ist ja schon alles andere als ein Brand. Kurzen Fahrzeugen aus mehreren Orten im Einsatz. Bitte Fenster und Türen geschlossen halten. Morgen früh gibt es bei uns alle bekannten Infos zum jetzigen Zeitpunkt. Lassen wir die Feuerwehr erstmal ihre Arbeit machen. Ja, das würde ich auch mal sagen. Wie freundlich, lassen wir uns die Feuerwehr erstmal ihre Arbeit tun. Weil wir haben sogar Warnstufe Rot im Moment bei uns im Dorf.
normal, ne? Breiter Königstraße ist zu einem Brand gekommen. Dabei wird Brandrauch freigesetzt. Gesundheitliche Beeinträchtigungen könnten nicht ausgeschlossen werden. Alten Fenster und Türen geschlossen, blockieren Sie nicht den Notruf von Polizei und Feuerwehr. Für Rückfragen. Ja doch, ich mache jetzt mein Telefon aus. Ganz einfach. Jo. Alter Faller. Boah, zum Glück wohne ich da unten nicht mehr. Ich habe aber früher genau neben der Firma gewohnt. Ja, das ist dann auch gut, da brauchst du ja nicht mehr die Fenster und Türen schließen. Ne. Ja doch, dann müsst ihr auch noch die Fenster und Türen schließen, aber ich glaube, dann würde auch ganz schnell. Hä? Ich glaube, dann würdest du vor der Tür stehen, weil die Angst haben, dass das bei dir brennt. Würden sie sagen, ja, warum vor der Tür stehen? Na, wenn du daneben wohnst? Ja, aber ich stelle mich ja nicht nach draußen und guck mir das dann auch an, wenn ich weiß, dass es ein giftige Scheiße und da explodiert alles. Na nee, ich denke mal, dann würdest du evakuiert werden. Also. Würden sie sagen, kannst du wieder rauskommen. Ja, super. Dann nehme ich aber meinen PC mit. Dann kann ich sie nehmen. Warten Sie, Herr Feuerwehrmann, ich muss eh meinen PC mitnehmen. Sonst gehe ich hier nicht raus. Genau, sonst bleibe ich hier drin. Machen Sie mal Ihre Arbeit, ich spiele noch ein bisschen. Ja. Aber das ist krass, dass es da keine Verletzungen gab. Oh mein Gott, du Hurra. Oh, ey. Die muss ja quarten. Ne, weißt du, was geil ist? Wir haben eine Dorfgruppe, ne? Im Facebook. In dieser Dorfgruppe wird aber auch alles gepostet. Es ist egal, ob es in Berlin geht, Hamburg geht, es ist egal. Hauptsache wird gepostet. Alles klar, läuft. Ich glaube, das interessiert doch keinen. Wenn du jetzt nicht in Berlin wohnst oder so, interessiert doch nicht gerade, was in Berlin los ist. Ach, da ist es so ein XXL-Großmann. Ja, eigentlich, naja. Es gibt Leute, die interessiert alles. Ja, mich leider nicht. Was heißt leider? Zum Glück. Ja, wollte ich gerade sagen, ey. Stell dir mal vor, du wirst auch so ein richtiger Gaffer, ey. Oh Gott. Das war früher voll schlimm bei mir. Früher habe ich das auch gemacht. Wenn ich gesehen habe, dass die Feuerwehr-Info steht, Alter, hinterhergefahren. Ich habe mir das angeguckt, was das so dämlich ist. Tja, gibt ganz viele, die das machen. Leider Gottes. Ja, leider Gottes. Wieso was ist mit der Polizei los? Die greift noch nicht mal richtig durch. Normalerweise sollten die anderen Tickets bekommen, weißt du? Die können ja nichts machen. Was sollen sie tun? Ja doch, du kannst ja wegen wir wollen jetzt ja jetzt mittlerweile so machen, wenn du Grafen tust. Können die Polizei dir ein Ticket ausstellen wegen, weiß ich nicht, was das war? Ja, aber das wird nicht ändern daran, dass die Leute gaffen. Das ich glaube, wenn du 40 Euro für Gaffen zahlen musst, dann denkst du schon darüber nach, ob du das nächste Mal nochmal Gaffen tust oder nicht. Also ich würde mir das mal überlegen. In der Hinsicht gesehen schon, ja. Also jetzt haben Leute zu viel Geld und können das halt machen, also die lernen halt nichts daraus. Tja. Aber jetzt verstehe ich, warum meine Eltern im Flur das Fenster zugemacht haben. Da war es die ganze Zeit auf. Ich weiß nicht, warum es zu war.
sind mittlerweile 5 Stunden her und es ist immer noch nicht gelöscht, so wie es aussieht. Was ist denn los, Alter? Ich habe auch bei der Feuerwehr gearbeitet. Warte, weißt du, was du mal mit deinem Sohn machen musst? Na? Meld ihn mal bei der Jugendfeuerwehr an. Da hat er jeden Tag was zu tun. Und wenn es dann mal bei euch brennt, kann er euch helfen. Ja. Für den kurzen wäre das bestimmt voll geil, oder nicht? Und er ist ja nicht so der Feuerwehr-Typ. Nee, der ist... Also Pierre ist immer so der Fauli, weißt du? Oh. Der ist so die Jugend, die wortwörtliche Jugend von heute, weißt du? Nicht rausgehen den ganzen Tag vom Rechner, vom Handy. Wenn ich mein Kind bestrafen will, also Pierre, dann schicke ich ihn einfach nach draußen. Das ist für ihn wie Stubenarrest. Das ist natürlich auch geil. Ja, guck mal, bei uns sieht es mittlerweile auch nicht mehr anders aus, ne? Tja. Wir hängen leider Gottes auch nur noch vom PC und... Naja, aber als ich meinem Lütten den Kleinen gesagt habe, so, für uns war Minecraft noch draußen im Wald, da hat er mich angeguckt wie ein Auto. Ja. Wir haben früher unsere Baumhäuser selber gebaut. Ja. Weil das war bei uns auch voll geil, ne? Im Frühjahr. Ich hab dir erzählt, dass ich früher neben dieser, Firma gewohnt hab, ne? Mhm. Und da war so ein geiler Wald. Dann sind wir in den Wald reingegangen und da war immer so ein Baumhaus, weißt du? Ja. Und das war aber nie irgendjemand an dem Baumhaus, weißt du? Dann haben wir uns einfach so gedacht, so doof wie wir früher waren, ja komm, Alter, dann gehört das Baumhaus ab jetzt uns, ne? Da ist der Hund drauf. Und da kamen auf einmal die Besitzer, dann hatten wir mal Theater. Und wir haben schon alles abgerissen, weißt du, weil uns das einfach nicht mehr gefiel. Dann haben wir alles abgerissen und wollten alles neu aufbauen und dann kam der Besitzer. Ja, ist auch ganz lustig, denn. Ist auf jeden Fall lustig. Oh, jetzt darf ich die ganzen Generatorteile neu craften für den Atomgenerator. Ich würde dir ja helfen, aber ich kann es immer noch nicht spielen. Ja, das Schlimme ist, ich habe das Ding schon mal gebaut. Und ich hatte keine Lust, das Ding jetzt nochmal zu bauen, aber dann ist dieses Modpack ja abgeschissen bei mir. Jetzt habe ich schon wieder ein Update rausgebracht und ich habe Angst, wenn ich es einspiele, dass ja, das Modpack stirbt. Ich würde einfach sagen, der PC stirbt. Ne, der Server. Der Server, genau. Der Server sogar noch her. Da hat er nur 2 GB. Warum startet bei mir das Modpack nicht? Rein mit bis heute. Kann das an der Java-Version liegen? Das ist so alte Java? Da kannst du ja mal ein Update machen, ne? Ist aber ich habe Angst, dass dann mein normales Minecraft nicht mehr geht. Also ich habe zum Beispiel auch zurzeit Probleme mit der 1.12.1 normal Minecraft, aber wenn ich Forge starte, dann geht es. Komischerweise. Voll witzig. Super, krieg Pilze aus einer Chest. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich das Modpack noch nicht mehr starten kann mehr. Warum kann ich das denn nicht mehr starten, hallo?
Die dann? Die mich verarsche? Ich hasse mittlerweile Twitch, ey. Okay, jetzt habe ich da 5-mal gestartet. GG. Wenn ich jetzt über den ursprünglichen Launcher starte, meinst du, das funktioniert? Sollte eigentlich, oder? Ich glaube, ich muss meinen PC mal wieder zurücksetzen. Ja, das muss ich auch machen. Ne, mein, seit heute Morgen habe ich Probleme, weil ich hatte gestern die ganze Zeit nicht an. Und dann hatte ich heute Morgen Probleme. Dann stand da die ganze Zeit Windows-Konto. Und dann habe ich den ganzen PC einfach ausgemacht, wieder angemacht. Danach ging es. Ihr braucht das aber mega lange, um zu starten. Und ich denke mir so, warum? Ich weiß nicht, warum das nicht. War mit meinem schlauen Buch? Geht mal Minecraft? Hä? Warte, ich kann nicht mehr mitspielen. Ich habe kein Minecraft-Konto mehr. Nicht gut, sowas. Warte, hat die das da drin? Ich hoffe. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Wow, ich hab funktioniert. Ich bin mal gespannt, ob das geht. Ich schätze mal, mein Java wird zu alt sein. Tja. Ich weiß das nicht, bei mir geht das automatisch. Aber guck du mal, ich geh mal kurz Gassi. Ja, ja. Mal so eine Frage, Hotti, bist du wieder da? Nein, Hotti ist nicht da.
So, der ist er wieder. Guten Tag. Mal so eine Frage, ne? Ja. Wenn das Spiel einfach abstürzt beim Modladen, woran kann das liegen? Zu wenig Arbeitsspeicher zugewiesen? Na, eigentlich 4. Sollte ja eigentlich reichen, um Modpack zu starten. Kommt doch an, welches. Also Stranded braucht zum Beispiel 6. Hat er doch so viel? Ja. Dann habe ich noch 2 für meine Dings. Okay, das wird nicht klappen, aber okay. Entweder mache ich jetzt, ja komm, ich mach meine Selfie mal ein bisschen auf. Hitze, Hitze. Fertig. Abbrechen. Hallo. Boah, Arti, sei froh, dass du vorgestern nicht da warst. Nee, stimmt doch gar nicht, vorgestern. Elften, glaube ich. Da kannst du echt verdammt froh sein, dass du nicht da warst. Das ist, glaube ich, wo ich im Bett lag. Ja, da warst du krank. Jetzt bin ich dank dir krank. Tja, so ist es im Leben, ne? Ja, wir dürfen nie wieder über Krankheit reden, ey. Ja. Aber auch irgendwie kurz danach, wo du mir gesagt hast, dass du krank bist, wurde ich auch irgendwie krank. Ja, aber das ist ansteckend. Dann benutze ich nie wieder Mikrofon. Ich würde Angst haben, dass ich nur noch... Da habe ich mich satirisch schon mal aufgeregt, weil ich keinen Optifine installiert bekommen habe. Du spielst ohne Optifine, ne? Ne, jetzt mit. Wie viel FPS hast du? Habe ich noch nicht eingestellt, also momentan habe ich, warte. 25, 27. Okay, das ist verdammt wenig. The game crashed whitelisted incident game. Java, the long null protection evasion. Ich glaube, es liegt wirklich am Java. Ich lade mir mein neues Java runter. Na, macht es. Java. Download. Java.com. Genau da möchten wir hin. Wäre. Ist denn das 19 das 8? Ist das das 8? Ich glaube ja. Meine Kette das 8 oder nicht? Ich bin verwirrt. Ich schmeiß noch jedes Mal neue Updates auf den Markt. Ja, komm, einfach runterladen. Alter, sollte ich das alte erstmal löschen, ne? Ach, fuck. Schmeiß da eigentlich selber runter. Bei Java regt mich immer auf, dass da nicht dabei steht, ob das eine 32er Version ist oder 4. Ah, da oben steht's aber. 64-Bit. Na, die normale 64 musst du dir normalerweise woanders runterladen. Lad mir ja, immer die falsche. Ja, aber konnte ich mir das jetzt runterladen? Ich lade mir auch immer die falsche runter. Access Point auch 2 Stück. Also ich glaube, das erkennt die aber mittlerweile selber, ob du jetzt einen 32er-Bit-Computer hast oder einen 64er. Also ich glaube, ich habe mittlerweile so viele 64er. Das ist einfach so ein Standardding.
Naja, weil du vier, mindestens 64er brauchst, weil sonst hast du nur 5 GB Arbeitsspeicher. Der Rest wird nicht anerkannt bei den 32ern. Das finde ich voll krass, so, wenn du überlegst. Vor allen Dingen voll hohl, naja. Microsoft halt. Viermal Reaktor-Core. Warum 4? Ach so. Das Standard ist ja 4 hoch. 1, 2, 3. Was fehlt mir? Ja, wenn es mehr nicht ist. Reaktor ist erledigt. Claim. Ich bin seit einer Stunde live. Warte. Ja, 58 Minuten. Ja, bei laut YouTube ist es in 51 Minuten. Installieren. Server wird installiert. Da muss ich da bei Minecraft auch wieder alles umstellen mit der, aber ne? Ach nein, das macht der automatisch. Das müsste automatisch gehen. Die Waffe muss ich jetzt wieder bauen. Hurra, ich bin jetzt so weit, wie ich war, als das Ganze abgestürzt ist bei mir. Okay. Sollte ich heute Abend, nachdem ich aufhöre, gleich wieder ein Backup machen, bevor die ganze Kacke wieder abstürzt. Ja. Da bin ich auch für. Und vor allem, wenn der Himmel jetzt mit drauf kommt, dann leckt das bei dir. Leckt so oder so. Ja. Solange man das einigermaßen spielen kann, ist alles gut. Weißt du, was ich erst schon überlegt habe? Na. Wir könnten das auch auf meinen Server draufschmeißen. Der hat ein paar mehr RAM zur Verfügung. Ja, könnte man. Nur das müsste du machen, weil ich mich mit diesem Scheiß nicht auskenne. Ich kann mich damit auch nicht aus. Das musste der Admin meines Hosters installieren, weil ich es nicht hinbekommen habe. Problem ist bei meinen Hoster, die machen das nicht. Das ist ja die Krake. Ich hätte ihn mal von Terraria oder so darum zu bitten, um mir das installieren, dann ist wieder Katastrophe. Ist ja, bei mir ist das Problem, weißt du kannst die Mods nicht auswählen. Du musst sie selber drauf spielen. Ist ja, obwohl man deine ganze Server-Config nehmen könnte, nur die Daten umschreiben müsste, dann müsste das doch eigentlich auf meinem Server auch laufen, oder nicht? Ja. Also wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Eigentlich müsste es dann auch gehen, ja. Aber das ist immer ja, so eine ne? Aber das ist immer so eine Sache. Turbinencontroller. Ich glaube, dafür halt gar keine Sachen. Den halt noch nie gebaut. Ich habe die falsche Forger-Version. Aber Forge wird automatisch ermittelt, ne? Wenn du bei den normalen Launcher spielst. Eigentlich, also du lädst ja das runter und Ja, genau. dann ist der Forge automatisch drin. Ja, und das ist das normale, was du auch verwendest, ne? Ja.
Ich habe jetzt mal ein neues Java draufgehauen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es jetzt so einigermaßen funktioniert. Zumindest laden die Mods jetzt schneller. Das ist schon mal ein Vorteil. Er muss sowieso mal gucken, welche Version du hast. Weil Die neueste, also die zweitneueste, die du mir letztes Mal gesagt hast. Die 1.9.9.2. 1. 1. Wollte gerade sagen, die 192 funktioniert nicht. Also bei mir nicht. Oh, da ist Wellcraft mit drauf. Alter. Ist das nicht dein Ernst, oder? Oder wir müssen gucken, ob wir mal uns jetzt. Ich habe ja Bände bekommen. Ne? Es stürzt immer an der gleichen Stelle ab. Was ist denn das? Keine Ahnung. Ich habe eine Spende bekommen, ob wir nach Tetrado wechseln. Da kannst du das Modpack nämlich so runterladen. Oder nach G-Portal. G-Portal ist zu teuer. Ja, Nitrado ist auch nicht billig. Wenn ich gehört habe, was du bezahlst, weißt du, das bezahle ich ja noch nicht mal, wenn ich einen 12 GB RAM-Server mache. Aber ich möchte mal ehrlich wissen, warum das immer an der gleichen Stelle abkackt. Hast du das auch, dass das immer an derselben Stelle abkackt, ne? Nee. Bei mir hört das bei den Models aus. Da kackt's immer auf. Ich hab jetzt schon mit mehr RAM versucht, das geht auch nicht. Ich hab jetzt neue Java draufgehauen, geht auch nicht. Was geht denn noch? Was können wir denn noch machen? Grafikkarte updaten? Ich glaube, die kann ich nicht mehr updaten. Ich hab keine Ahnung. Ich meine aber eher weniger. Ich glaube, das ist bei mir mittlerweile ein Standard. Oder gibt es vielleicht ein neues Update? Ich glaube eher weniger. Minecraft läuft doch eh nicht so auf die Grafikkarte. Minecraft läuft doch eher auf Prozessor. Ja, aber ab und zu mal, wenn ich den Nvidia-Treiber nicht aktualisiere, dann sagt mir mein Minecraft auch, geht nicht. Nvidia-Treiber? Wo habe ich die denn? Weiß ich nicht. Die Frage ist, ob du eine Nvidia-Karte besitzt. Ja, habe ich. Meine ich zumindest. Hoffe ich. Ich glaube, ich habe bis jetzt noch nie meine Grafikkarte geupdatet. Ja, das sollte man öfter mal machen. Hä, wie macht man das denn? Bist du doof? Also ich habe dieses Experience-Programm oder so ähnlich. Ja, genau, da habe ich das auch. GeForce Experiment. Und das zeigt dir normalerweise an, wenn Updates da sind. Okay, ja gut, dann öffne ich das einfach mal. Das müsst ihr mir jetzt zeigen. Na? Haben wir ein neues Update? Nein? Ja? Anscheinend nicht. Also meine hat gerade erst ein Update bekommen. Meine anscheinend noch nicht. Also ich kann Minecraft, warte mal. Ich kann Minecraft auf optimal machen. Ganzer Bildschirm, 920x1080, Darstellung, 21, Einheiten. Nein, das möchten wir nicht. Optifine ist nicht optimiert. Du meintest aber nicht dieses GeForce Game Ready Driver, ne?
Nee. Das ist ja was anderes, so wie ich das jetzt richtig sehe. Ich meine, warte mal. Weil, wenn ich auf der Startseite bin, sind da keine neuen Treiber im Moment. Also zumindest bei mir nicht. Über dieses GeForce Expernise oder so ähnlich heißt es. Ja, genau. Und da werden normalerweise die neuen Treiber angezeigt, wenn du welche hast. Auf der Startseite, ne? Ja. Ne, habe ich nicht. Aber irgendwo muss das so. Ich hatte doch mal gespendet aktuell. Hä? Ich hatte es doch schon mal. Irgendwie war das mal. Aber mal gespendet noch irgendwo runterladen, ne? Gibt es nur bei Twitch oder bei Technik Lounge, aber ich weiß nicht, ob die Modpacks zusammenarbeiten. Ich wollte gerade sagen, da ist aber die Frage, ob die Modpack wirklich zusammenarbeiten, weil bei Twitch funktioniert eben für mein. Warum machen die das FTP normale nicht? Einfach mit zu updaten, das tun da dich wieder rein, da funktioniert das auf jeden Fall. Mit Twitch habe ich nur Probleme, ey. Was können wir denn hier noch einstellen? Minecraft. Bevorzugte Version. Version. Ja. Schließe Minecraft-Launcher. Über was startest du denn? Über Ja-Launcher oder über den ursprünglichen Launcher? Warte mal, geh mal zu Twitch. Ich starte Twitch nochmal. Ich glaube über den Beta. Ne, Beta gibt es nicht. Es gibt nur ursprüngliche oder noch EA-Launcher. Warte, soll ich dir gleich. Option Einstellungen Minecraft bevorzugte Version Beta. Beta. Also Ja Launcher und oben bei bevorzugte Version Beta. Ja, und bevorzugte Version Beta. Genau, so habe ich das jetzt auch. So, dann habe ich Java 1801 31 64-Bit. Ja, guck, die habe ich zum Beispiel nicht. Ich habe hier Java 180 144. 64-Bit. 144. Ja, das ist jetzt die neueste, die ich mir gerade runtergeladen habe. Gut, das heißt, ich darf auch schon wieder ein Update machen. Ja. So. So, warte mal. Jetzt gehen wir auf Spielen. So. Jetzt öffnet sich der Ja-Launcher. Hast du das auch, dass du den Ja-Launcher, da steht halt, it's look like you. Tag irgendwie was mit Config. Nee. Hab ich Oh, eigentlich nicht. warum? Ich muss mich eben da wieder neu anmelden. Warum? Ich glaube, ich habe doch jetzt Das einfach nicht mehr. Passwort. Und wenn ich war, warte mal, könntest doch irgendwo, könntest du doch deine RAM auch bei Dings umändern. Wir da jetzt einfach 4 machen. Paint. Mehr als wie kaputt machen kann ich nicht. Und jetzt hat sich der Dings aber nicht geöffnet.
Ich krieg hier so einen Kampf gerade wieder. Ah, das öffnet sich aber jetzt automatisch mit 6144 M. Ja, genau. Das kann ruhig so bleiben. Let's play. Warum bringt dann so ein Matrix raus, wenn man damit nur Probleme hat? Also mindestens ich. Das ist eine gute Frage. Oh, so wie es aussieht, ladet der meine Mods. Da wetten wir, der bleibt wieder an derselben Stelle hängen. Dann stimmt ebenfalls mit den Dings nicht. Und du kannst mir nicht sagen, dass ich zu wenig RAM mir zugewiesen habe. Ich habe jetzt 6 GB RAM zugewiesen. Sowas sollte eigentlich reichen. Es sind aber auch gerade so die Grenzen, weißt du? Die mein PC zulässt. So. Jetzt ladet er die Models wieder. Jetzt geht er bei 1 von 1 und dann hört er auf. Na? Genau, und jetzt kackt er wieder ab. Der hat Probleme mit diesen Models. Kann man die irgendwie rausmachen? Braucht man die unbedingt? Ja, die brauchst du. Warum hat er denn solche Scheißprobleme mit den Models? Warum ist das Scheiß? Version, welche Version gibt es denn im Moment? Es gibt jetzt 9.1 Beta. Du hast aber die 1.9.1, ne? Ja. Die Beta ist aktuell. Hey, kann das sein, dass ich die nicht runtergeladen hatte? Und was habe ich denn hier ganz gestartet? Ich weiß nicht. Ich dachte, das steht da auf Version 1.0.1. Aktualisieren? Ich aktualisiere das einfach. Vor 3 Minuten. Ja, schön, dass wir alle spielen können, außer ich. Wenn mein PC einfach sagt, weißt du was? Naja. Ja, das Problem ist, dass Twitch anzeigt, du spielst, obwohl du gar nicht spielst, weil du das Ding einfach nur geladen hast. Ja, genau. Dann sagt Twitch einfach, ey, du spielst das. Ob es geht oder nicht, ist egal. Aber ich hab doch mal irgendwie gestartet bekommen mit 4 GB. Das hat auch voll und wenig FPS und hab mir gedacht, nein, das kann ich nicht. Oder was auch geil wäre, ist U-Boot, weißt du? Das neue Projekt von Kev. Ja, Minecraft in the Sea. Was? Minecraft in the Sea. Ja, das ist voll geil. Ja, wollte ich als nächstes spielen. Cool. Was? Wollte ich als nächstes spielen. Boah, wenn du das spielst, spiele ich auf jeden Fall mit. Dann machen wir uns einen Server auf. Ist mir scheißegal. So, jetzt habe ich die Turbinenteile gebaut und weiß nicht mal, wie ich die Turbine aufbaue. Aber gut, hab ich gesagt, ich brauch den Mist. Also irgendwas ist mit dem Model nicht in Ordnung. Der kackt nämlich immer an derselben Stelle ab. Hm. Warnung. Ist 9.4.11 Java.
Du Monster Spawner Minecraft? Warte mal. Ich gucke mir im Internet, ob man das irgendwann das da bekommt. Forever. Forever gespendet. Wer hat das denn hochgeladen? Einfach gewendet. Download. In Craft kann man das runterladen? Genau. In Technik Pack kann man Forever Gestrandet runterladen. Da ist aber die Frage, ob das sich mit deinem verträgt. Aber das ist in Version 1.10.0. 1.7.10. Kann ich gar nichts mit anfangen. Files, Forever Gestrandet Projekt, First Watch. Ah, warte mal. Hey, hier gibt's ja komplette Serverpacks zum Runterladen mittlerweile. Echt? Ja, bei Quartz gibt's Serverpacks. Mit der neuesten Version. Spendet es deine Software, alles klar. Kann doch nicht sein, dass ich jetzt so doof bin, um das hinzubekommen. Weil irgendein Mod ist hier nicht geil drin. Mit einer älteren Version komme ich auch nicht drauf, ne? Ne, mit der älteren auf jeden Fall nicht. Effects Furnace. Warte mal, Mod Minecraft Forever Gestrandet. Warte mal, ich probier mal, ob ich die 1.8er Version starten kann. Weil eine ging auf jeden Fall, da war ich sogar noch mit auf dem Server. Warte, ich komm sofort wieder. Ja, ja. Wieder da. Jo. Wenn ich da Modpack gestartet habe, bist du schon wieder offline. Okay, also bei der 1.8, ne? Ja. Also die Modpack-Version 1.8 funktioniert das. Alles klar. Ja, aber warum funktioniert das denn bei der neuesten nicht?
brauche ich Drachenarten zweimal? Wollt ihr mich verarschen? Naja, aber warum funktioniert die Version und die auf einmal nicht mehr? Ist doch irgendwie merkwürdig, oder? Ja. So, ich lade mir das jetzt einfach nochmal auf ein neues Profil runter, ey. Und du musst es in deinen Ordner auch nicht löschen, ne? Nee. Ja, sehr interessant. Fertig. Was war das? War das bei dir? Nee. Ah, das war, ich glaube, bei Minecraft. Oder irgendwas geht hier gerade in die Luft. Den Rechner. Ja, das kann gut sein. Ich glaube, der ist im Moment am Ende. So, der Kuli 2 wird auch mit. Mal 8 Angeln machen. Ich habe noch Kekse im Projekt. Ich wollte schon voll wieder mal mit diesem Spiel. Ich hab doch Angeln genug gemacht. Sieben. Ich gebe mir mein Redstone schon wieder aus. Nee, doch nicht. Doch. Sieben. Acht. Dann lege ich auf die 2. Und habe keinen Drachenarten. Drachenarten. Ich brauche eine Flasche Drachenarten. Habe aber nur eine bekommen. Alter. Die kann ich mir mit Netherstar machen. Ja, GG. Viel Spaß. Ja. Foto. GameCube. Netherstar kriegen mit Würder, ne? Was? Netherstar kriegen mit einem Würder. Ja. Nee. Dann schwör ich dir, dann ist das gleich zu Ende, das Projekt. Dann
Remico, ich wollte gerade sagen, der Server läuft heute auf. Aber der läuft gar nicht heute auf. Dann stream ich heute nicht mehr weiter. Das ist mir jetzt zu umständlich gegen nur dazu Köpfe, vor allem weil ich keine Köpfe habe. Infinity ist ja drauf, aber noch nicht irgendwie solche neue Spiele wie Tech of the B-Team, Alter. Kann den hier für Mod angeblich so. Weil 5 Seiten, ne, mit Mod. Und alles die gleichen Seiten mit Mods. Das ist so geil. Läuft. Ich hab Drachenarten aus dem Loot Chest bekommen. Geht doch. Kommt gerade perfekt. Kann ich gleich weitermachen. Genau, Climb. So, habe ich jetzt. Oh, jetzt sind nur noch die Waffen. Und die. Die könnte ich jetzt aber auch machen, die Golden Toolkit. Also Edköpfe. Hey, Hotti, darf ich dir einen Copyright-Plan machen? Weiß ich nicht. Einfach so, weil ich gerade Lust zu hab. Verdient ja eh kein Geld damit. YouTube ist im Moment so, ey. Geh mir tierisch auf den Sack. Tja. Ja, ne? Na, stürzt es jetzt wieder ab? Oh mein Gott, Hotti. Nein, es geht nicht. Ich wollte gerade sagen. Doch, es geht! Hotti, ich hab's hinbekommen. Lack. Kann es dann Optifine, dass das nicht funktioniert hat? Keine Ahnung. Weil jetzt habe ich ja komischerweise kein Optifine mehr mit drin. Das sollte ich gleich mal ausprobieren. Also ich habe bei mir am Optifine am Mitlaufen. Das war nicht eingestellt in der Sicht, aber es läuft mit, ne? Ja, wenn ich jetzt ohne Optifine spiele, kann ich ganz bestimmt gar nichts mehr machen. Gut möglich, ja. Dann laufe ich da mit 2 FPS rum. Oh mein Gott. Ich hab schon gesagt, wir müssen uns mal mit Servern auseinandersetzen, weißt du? Dann können wir alles hinterher selber machen. Wenn wir mal irgendwie Bock drauf haben, irgendwie ein Modpack zu spielen, selber einen zusammenstellen, drauf auf den Server, fertig. Ja. Ja, weißt du, wie cool das wäre? Dann macht man sich eben den Server, weißt du, schmeißt Modpack drauf, fertig. Jupp. Und so bist du immer auf andere angewiesen, weißt du, und musst warten, bis die das gemacht haben und so. Oh mein Gott, ich kann's wirklich spielen. Okay, es hat sich jetzt schon aufgehangen. Läuft bei dir. Hotti, willst du mir vielleicht mal deine Server-IP geben? Ja? Warte. So, ausnahmsweise mal. Gucken, wie lange ich da überlebe. Bis mein PC sagt, ne, ich will nicht mehr. Also wenn ich morgen nicht mehr online bin, weißt du, dass du meine CPU gefressen hast, ja? Dann leih ich mir von Kollegen PS4 aus.
Dann komme ich über der PS4 immer online. Sag Hallöchen. Ich glaube, das geht gar nicht. Was? Mit PS4 auf diesen Servern. Nee, geht nicht. Wie kann man denn hier Musikleiter machen? Ach, da. Boah, Alter, die Musik ist schrecklich. Hat die. Welche meine? Nee, meine. Also. Die von Minecraft. Die Musik. Die halt immer aus. Nee, ich hab die jetzt auch gerade aus. Na? Mir der Server jetzt ab. Bin ich bei dir schon drauf? Warte, ich gucke. Ja, jetzt müsste sie drauf sein. Alter, ist das laggy. Laggy. Obwohl man sagen muss, es bleibt doch noch relativ flüssig mit 23. Okay. Deshalb, ich nehme alles zurück. Die Frage ist, wo bist du? In dein Haus. In meinem Haus? Warum? Ich weiß nicht. Bist du da drin? Ich weiß nicht, ob das dein Haus ist. Bist du da drin gespawnt? Nein, warte, hier. Hallo, hier, hinter dir. Guck mal, hallo. Nee, du warst in Andros Haus. In dem hier drüben, ne? Ja, das ist. Ja, genau, das hier. Hier drinnen bei mir. Hierbei. Also ich bin hier irgendwie. Hier bin ich gespawnt. Ja, irgendwie. Ja, das kommt hin. Weil du läufst ja von hier aus zum Flugzeug drin. Ja, genau. Im normalen Modpack am Alter. Anfang. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so flüssig läuft. Ja, wa? Also mit Optifine könnte man das sogar eventuell sogar... Na okay, streamen werde ich das nicht. Das frisst meine CPU dann richtig. Ja. Hier, warte, ich schenke dir schon mal was. Hier. Hier. Was soll ich damit? Hab ich doch alles. Ich weiß es nicht, was soll ich damit? Das Questbook. Ach, das ist ein Questbuch. Achso, ich hab gedacht, da könnte es Lootboxen sein. Nee, das, ja, wenn du alle claimst, dann kriegst du massenhaft Lootboxen, ja. Kann man das jetzt schon claimen oder hast. Nee, glaube ich nicht, oder? Wenn kann ich man dich, denn hier claimen? Wenn ich dich in eine Party hier einlade, dann. Warte mal. Ich bin verwirrt. Warte mal. Zurück. Party. Invite. Wenn du jetzt ins Book gucken musst, müsstest du alle claimen können. Die erste Seite oben alle bis auf töten. Hey, warte mal. Basic. Ich kann hier gar nicht claimen. Echt nicht? Also, in welchem Questbuch meinst du jetzt? In den Quest, ne? Diese Basic Survival zum Beispiel, ne? In dem Handy. Das Basic Survival? Ja, genau, das kann ich gar nicht. Wenn du auf den ersten Ruf klickst, müsste eigentlich stehen, damit die alle erledigt sind. Ne. Ich hasse dieses System. Dann müsstest du die, als neuer Spieler, müsstest du alle Quests nochmal machen? Ist ja auch ein bisschen hohl, ne? Ja. So, du musst mir hinterher erklären, wie das hier funktioniert. Ich kenne mich hier nicht aus, ich weiß gar nichts. Guck mir einfach nur alles an. Also, du bist hier in der Wüste, auch wenn es nicht mehr danach aussieht. Du ja, hast, das habe ich auch schon mitbekommen. Du hast hier gar nichts. So, komm mal mit. Boah, das läuft so echt flüssig, Mann. Hätte ich nicht gedacht. So. Ein Fahrstuhl. Okay, sneaken? Ja, gut. So, also, hier ist meine Erzproduktion. Hier ist Netherrack. Wird zerstört, Kies, Sand, bla bla, wie in Sky. Boah, was ist das für eine hässliche Chest, Mann? Welche, die Tropentruhe? Ja, die Dschungel-Chest. Die hier, wo ich gerade draufstehe, die sieht voll hässlich aus bei mir. Das ist eine Tropentruhe, ich weiß nicht, wie die aussieht. Die sollte hellbraun sein, so kackbraun. Nee, die ist bei mir eher dunkelbraun. Ja, genau, kackbraun. Die total hässlich aus. Gefällt mir nicht. Ja, die steht hier auch nur, weil ich
gestern oder besser gesagt heute am Tage die ganze Produktionsstelle hier umgebaut habe. Vorher war das hier alles durcheinander. Ja, von hier aus im Endeffekt wurde das dann alles ins ME-System geleitet. Du leckst? Oder leck ich? Du leckst bei mir nicht. Also leck ich. Ja, du hast gerade ein bisschen geleckt. Geht. Dabei war. Ja. Oh ja, das kenne ich auch. Kennst Das ja. kannst du hier die E-Drive machen, ne? Ja, genau. Genau, hier ist deine Festplatten drin, ne? Ja. Dann hast du halt hier hinten überall versteckt jetzt diese Cores, damit du überhaupt fertigen kannst später. Ah, ich bin runtergefallen. Ja, da gibt's auch Bin ein jetzt paar. eine Etage tiefer. Da gibt's auch einen Fahrstuhl. Ah, ey, das ist aber auch cool, dass man hier Blut verliert, wenn man hier runterfällt. Du könntest auch Ich zufälligerweise auch. erfriere gerade. Das Problem kenne ich. Warte mal. Hab ich noch ein. Du Du hast mich hast. doch jetzt eigentlich nur nach draußen stellen, oder nicht? Dann wird mir doch wieder warm. Ah, ne, Nee. es ist dunkel. In der Nacht. Ich guck gerade, ob ich noch irgendwo ein Thermo rumzuliegen habe. Alter, das ist ja richtig geil eigentlich, wenn du überlegst. Ja, das ist. Okay, hier sollte ich mich nicht draufstellen. Kann. Nee, das funktioniert nicht. Hier muss Wasser drin sein, sonst funktioniert das Ding eigentlich nicht. Hä, wo muss Wasser drin sein? Na, hier muss eine Wasserstelle sein. Und die wird dann hier gekühlt von dem Ding. Aua, warum, hä, warum habe ich Schaden bekommen? Weil du frierst, ne? Warte mal, ich guck Ach du mal. Scheiße, ich muss ja gleich wieder auf Deutsch stellen. Ich sterbe gleich. Ja, ich muss Was, mal. wenn es war schön, dich gekannt zu haben. Ich muss mal gucken, irgendwo müsste ich noch ein Thermo-Dings rumzuliegen Ah, wenn haben. nicht, ist auch nicht schlimm. Es sei denn, es hat Endro in seinem Inventar, das kann auch sein. Alter, wie viele Solarpanels du hast. Also ich glaube, das wird ein Modpack sein, Alter. Wenn du das auf dem Server packst, ey, das frisst richtig Leistung hinterher, ganz bestimmt. Jo. Warte mal. Hallo, Zombie. Sterbt ihr? Alter, was du hier gemacht hast, mein. Ich meine, auch wenn ich sterbe, aber nimm dir mal da das raus, was da drin ist. Hier Ich in. komm nicht mehr. Ich bin gerade irgendwie über den Zaun gebackt. Ich bin tot. Ja. Ich bin 5 Minuten am Server, mach alles kaputt, tut mir leid, heute. Ah, du willst gar nicht wissen, wie oft ich da sterbe. Also. Alter. Ich hab's aber auch noch nicht so ganz verstanden, was das System ist. Also, die Zombies werden wohin geleitet? Die werden in so einem Hopper-System geleitet, wo Stacheln drin sind und sie jämmerlich sterben werden. Kann ich dir aber auch zeigen. Komm mit. Jetzt friere ich zum komischerweise nicht. Das ist auch komisch, ne? Ja, das ist, ich weiß nicht. Eigentlich Noch ein bisschen buggy. solltest du nachts auch nicht frieren. Aber wie gesagt, es gibt eigentlich ein Update. Ich habe es mir nur noch nicht getraut einzuspielen. Ja, hier wird übrigens, wenn es wieder funktioniert, 1 Million Erde produziert. Hey, aber warum hast du Glas? Es gibt Glasbarrels? Ach, Jo. meine Fresse, Alter. Ich Jo, hab so Angst. in verschiedenen Farben. Krass. Warte, Jo. also, das da hinten ist Andrews Haus, oder was? Genau, das Endless House. Ah. Hat der schon irgendwann? Aber der hat Hoffentlich. keine Lust mehr gehabt, weiterzuspielen. Was ich sehr schade fand. Aber das. Ja, Hotti, na, dann würde ich sagen, das Haus gehört mir. Aber. Nee, weil Andrew steht nicht auf Projekte, die langlehrig sind. Ja, das habe ich mir auch schon. Ja, das war ja früher bei Dings auch. Keks so. Dass er einfach keinen Bock mehr hatte. Naja, Keks ist ja dann durchgerauscht im Endeffekt und dann wartet. So. Ja, das war aber auch scheiße von uns allen. Okay, das. Ah, das sind hier diese Zuckerrohr mit diesem Gift, ne?
Mit Gift? Nee, Zuckerrohrstacheln. Sind es. Achso, die. Ich kenne die nur als Gift. Ich kenne die nur so als Stacheln. Ja, dann wird das halt von den Hoppern aufgesammelt, ne? Achtung, sei vorsichtig. Kannst runterfallen. Und, oh, ist alles voll. Oh, Enderperlen, 2 Stück. Hatti, du bist mir ganz bestimmt nicht böse, aber ich dir mal was. Guck mal. Bedien dich. Ich weiß ja nicht, wozu ich die Das überhaupt siehst du gar brauche. nicht, ne? Doch, Jetzt. du hast einen Hexenhut auf. Himmelauge, die Hexe. Stöcke hinstellen. Ja, dann bin ich gerade dabei, meine Tierfarm aufzubauen. Warum legt ihr eigentlich hier überall Eier hin? Hab ich euch das erlaubt? Schicken, okay. Wer hat denn das ganze Gras? Hast du dir das alles selber gemacht? Naja, du hast am Anfang hast du machst du dir in Erde und dann gibt's Grassamen. Und danach Ja. kannst du das irgendwann mit Knochenmehl halt, musst du das alles selbst begrünen, ne? Überall Erde hinmachen, den Sand wegnehmen. Ja. Also ich habe bestimmt alleine 3 Tage gebraucht, um das alles grün zu machen. Du Scheiße, ehrlich. Was Lass ist? mich raten, hier machst du. Was soll das? Switchwater? Ne, normales Wasser. Also normales Wasser. Das wird Ah, dann okay. mit einem Endertank wird das zu den neben meinem Haus geleitet, zu den Wassersäulen. Okay, das ist auch cool. Und damit ich irgendwann mal 1 Million Erde zusammenkriege, weil das ist ein Quest. Also hat hier natürlich was vorgenommen. Kommt mal ein Ei. Kommt dann ein Huhn raus? Ne, schade. Das ist meine Erdeproduktion Warte, ich bin nicht so schnell. und Wasserproduktion hier. Also, sprich, da unten ist ein Ich hatte Enderturm. gerade ein bisschen Angst, dass ich da runterfalle, aber hier kann man nicht Nein, das runterfallen. ist Glas. Wird in der Endertruhe geleitet und dann wird es einmal zu der Wasserproduktion geleitet und einmal zu der Sandproduktion. Also Erdeproduktion. Alter, wie viel Arbeit du dir hier einfach gemacht hast. Ja, vor allen Dingen dieses Projekt alleine zu stemmen. Ich bin jetzt in Folge 41. Gut, ich habe eine Menge habe ich offscreen gemacht, ne? Aber ja. Okay, das ist jetzt schon. Und du hast hinterher vor, mal ganz bestimmt auf den Mond zu fliegen und so, ne? Ich muss fliegen. Ich muss, also in dem Modpack jetzt ohne Update gibt es einen Baum, den ich finden muss. In Okay. 20 Planeten. Einen einzigen Baum. Ja, geh. Hast du irgendwo Wasser, wo ich mich mal eben reinstellen kann, um mich abzukühlen? Bist du gerade weggerannt von? Weil ich verbrenne gerade. Wenn nicht, hol dir einfach Wasser. Müsste ich Dings haben. Hier. Ich bin verwirrt, ich kenne mich hier nicht aus. Ja. Warte mal. Hier habe ich einen Eimer Wasser und dann nehmen wir einfach schwarzen gebrannten Ton. Zack. Komm mal in mein Haus drin. Ja, ich bin noch hinter dir. Stell dich da rein. Ja. Oh, das ist cool. Wie lange muss ich hier drinnen stehen bleiben? Also soll es rauskommen, bevor du Gefrierbrand kriegst. Also die Kuhle ist jetzt, weiß ich. Ich weiß nicht, ob das in Ordnung ist. Ja, wenn dir mal wieder warm wird, dann einfach das Ding anmachen und reinstellen. Dann ich habe eigentlich auch die könnte ich auch mal wieder anschließen. Oh, das Sieb. Ich hasse das Sieb.
Immer noch. Oh ja, der Anfang des mit dem Sieg, der ist so elendig gewesen. Da habe ich sehr viele Zuschauer verloren. Also. Ja, das ist eher so Aufnahmesache, weißt du? Timelapse fertig. Also gibt Also wenn man im... zum Beispiel sowas hier. Was ist das denn gerade? Ist das Ding noch Strom drauf? Was ist Ist eine Klimaanlage. Wie benutzt man die? Einfach, wenn man hier steht? Na, der Vorteil ist, dass ich hier unten noch ein Ladegerät stehen habe von Ender.io. Ich wusste ja nicht, dass das so funktioniert. Normalerweise schließt du Strom an und dann funktioniert das Ding. Das Aber ist auch cool. funktioniert anscheinend auch mit dieser Elektroanlage. Dann kann ich ja oben auch welche hinstellen, weil der Vorteil ist, dass du jetzt automatisch runterkühlst. Ne? Du gehst jetzt einfach nur ins Haus rein und fertig ist. Dann braucht man wieder diese Wasserstelle hier nicht. Wie gesagt, die brauchst du nur zum Anfang. Ja, das ist cool. Ja, da bin ich so ein ganz großer Radius, ne? Wenn ich mich jetzt hier hinstelle, dann wird mir warm. Habe ich jetzt noch was bei? Nee. Also müsst ihr es gleich wieder abkühlen. Also Na? bei mir bleibt der Kreis automatisch grau. Ja, bei mir bleibt der Weiß. Wie gesagt, da braucht Was man ist nur ins das Haus hier? reingehen und dann geht es einem auch wieder gut. Das ist ein Ballon. Na, Balloon. Frag mich bitte nicht, was man damit macht. Deko? Ein Dekomod gibt es hier eigentlich nicht. Klar, gibt's doch hier Deko, quoi. Nee. Wo? Nein, gibt es nicht. Ich habe doch Deko, quoi, vorhin. Ja, keine Ahnung, keine Ahnung. Bin verwirrt. Ja, hier hast du die Küche. Boah, Alter, wie geil der aussieht. Kannst du dein Essen rinschmeißen und normalerweise müsstest du dir die Rezepte merken. Damit du es nicht machst, hast du hier diesen Herd an der Seite, diesen braunen. Und wenn du darauf klickst, kannst du dir dann automatisch das machen, ohne dass du die Rezepte merkst. Also Das ist cool. Das ist einfach echt nur verdammt geil. so ein Herd dazwischen stellen mit Utensilien wie Töpfen und hast nicht gesehen und einen Kühlschrank, also normalerweise nur einen. Und dann, ja, der Toaster hier ist nutzlos, der steht einfach nur zur Deko rum. Die Spüle auch. Und das hier zum Beispiel ist Rottenfleisch gewesen mal, was hier an der Wand hängt. Ja, genau, das kenne ich ja auch. Noch Und von Sky. Gibt's ja bei Sky auch. dass du es trocknen kannst? Ja. Okay. Ja, hier hast du Wasser, um mal eine Flasche aufzufüllen oder so. Jo. Also überhaupt kein Minecraft-Ton ist auch nicht gerade angenehm. Ich habe immer meine Stream-Musik im Hintergrund zu laufen. Obwohl der Server verdammt wenig RAM hat, ne? 2 GB. Läuft aber recht flüssig. Hier ist noch mal was zu essen. Also ich lege jetzt gerade überhaupt nicht oder so. Ah, danke. Was ist das? Das Problem ist bloß, dass man nicht das Zeug so oft essen kann. Man muss immer abwechslungsreich essen. Ansonsten lädt sich dein Hungerbalken nicht mehr auf. Hab ich gerade. Dass er sagt, ist nicht. Dann nehmen wir halt die Bombersprossen. Ja, es gibt denn halt in diesem Modpack leider Gottes solche Probleme wie die Schmelze. Normalerweise verdoppelt die ja die Erze. Ja. Das haben sie abgeschalten. In dem Modpack, das geht hier nicht. Pulverisierer? Was? Hey, was ist
juckt das? Was denn? Hatti? Ja. Geht hier gleich jedenfalls kaputt? Warum? Ich hab so einen komischen Minecraft-Sound, hier piept einfach. Oh. Kommt der von der Maus? Das ist das, was ich letztens hatte. Ich glaube, ich lasse es von dir kommen. Nee, von mir kommt es nicht, aber ich hatte letztens auch, wo ich dich gefragt habe, ob du das Piepen hörst. Nein, das ist ja Minecraft. Das hört sich an, ob hier eben von Roboter wäre. Nee, sowas habe ich hier nicht. Hä, was ist das? Kann ja mal meinen Minecraft-Sound laut machen, aber da sollte nichts sein, was piept. Stell ihn mal hier hin, dann hörst du. Ich hör's auch. Okay, dann ist es nicht mein PC. Hä? Das ist hier unten jedenfalls in deinem Keller. Jetzt ist es nämlich lauter. Das ist bestimmt das hier. Ja, wenn man hier steht, ist es weg. Weil was anderes wüsste ich jetzt nicht, was jetzt hier so eine. Aber wenn ich hier stehe, ist das wieder da. Das ist aber komisch. Hier vielleicht irgendwo? Ja, hier ist es lauter. Ist der noch an? Ja, hier. Er ist es. Der Atom, Reaktor. Boah, Alter, hast du mich jetzt erschrocken, du Scheißding. Warte mal. Denk mir, was ist das denn? Ich hab gedacht, jetzt geht mein PC im Arsch. Dadurch, dass ich den Sound aus habe bei Minecraft, wusste ich gar nicht, dass es den Sound überhaupt gibt. Jetzt ist er. Jetzt ist wieder da. Ja, da sollst du irgendwie White Click to Toggle. Jetzt ist der. Hä? Nein, sitzt immer noch da. Willst du mich verarschen? Soll ich doch deaktivieren können mit einer Redstone-Fackel? Holz und Redstone-Torch. Aber vielleicht, weil sie hier oben drin den Stromding drauf hat. Ne, ohne Strom funktioniert das Ding ja so oder so nicht. Ich hab keine Ahnung. Hört sich auf jeden Fall mega komisch an. Ich hab ehrlich gedacht, hier ist so ein Roboter, der die ganze Zeit rumschießt. Ja, in dem Fall schießt es ja. Damit mache ich Seelensand. Und. Wenn ich mich da reinstelle, kriege ich Schaden? Nö. Nö. Aber wenn jetzt cool. Wenn man zum Beispiel jetzt ganz normalen Sand drin schmeißt. Alter, erstmal hier bei dem Modpack klarkommen. Das wird schwer. Ja, dieses Modpack ist sehr. Wie geht's blöder? Ich kein Sand mehr. Boah, ich muss die Sounds wieder leiser machen. Ich hör alles. Ich hör gerade die Zombies, alles. Ja, die von draußen, ne? Jetzt habe ich diesen hässlichen Minecraft-Sound, den Weg und ich habe also Ton wieder aus. Hey, wie hast du das denn so gemacht, dass die hier Sand? Hey, warum das ist, bleibt Sand hier stehen? Das ist Painted Glowstone. Das sieht bei mir aus wie Sand. Einfach ganz normaler Sand. Das ist auch Sand. Also wenn du Sand und Glowstone in die Painted-Maschine schmeißt, dann kommt da oh mein Gott. Glowstone raus, was aussieht wie Sand. Das ist echt hart. Ja.
Also soll ich mal was probieren? Soll ich mal gucken, ob mein PC dann komplett abkackt? Ja, probier mal was. Ich starte mal OBS. Jetzt kackt ganz bestimmt alles ab. Na? Na? Also streamen kann ich das auf jeden Fall nicht, das ist schon mal klar. Dafür ist meine CPU doch noch ein bisschen zu schlecht. Aber YOLO, ne? Ich habe jetzt 80 Euro im Stream gemacht, ne? Spende reinbekommen von Kollegen. Er so, Alter, weißt du was, hol dir mal neue CPU. Ist hier auch wahrscheinlich, Alter. Ja. Wo ich mir einfach denke, Alter, 80 Euro ist eine Menge Geld. Auf jeden Fall. Warte mal. Das Schlimme ist, dann kannst du meistens auch gleich noch andere Sachen kaufen. Bei den meisten Sachen werde ich noch so von anderen Kollegen unterstützt. Also er hat gesagt, ich muss mich eigentlich nur um die CPU und um die Grafikkarte kümmern. Das andere macht er alles. Ich hätte einen PC bekommen mit einer Grafikkarte 750er und einen i5. Da hätte ich 400 Euro für bezahlt. Hätte ich aber die meisten Sachen auch mit euch spielen können, weißt du? Overwatch und so hätte ich dann streamen können, ohne Probleme. Ist aber da mir das Geld im Moment fehlt, um das alles zu machen. Also meiner kostet die Hälfte übrigens. Mein PC. Den kriegst du schon für 200 noch was. Ja, klar, weißt du. Aber ich... Otti, ich verlasse vielleicht den Server. Warum? Hier gibt's Geräusche, die ich nicht einordnen kann. Na, Zombies kommen von draußen. Dieser komische Roboter, weißt du, der kommt aus dem Keller. Der kam gerade Musik. Musik? Ja, ich weiß nicht woher. Ich hab echt Angst. Hä? Musik? Ich sollte mir mal doch meine Minecraft-Sounds wieder anmachen, glaube ich. Hä, ja, mach das nicht, Alter. Denkst du hinter deinem PC geht's im Arsch? Ja, vor allen Dingen weiß ich dann aber wenigstens mal, wovon du redest. So, da kommt Musik, der macht ditte, der macht ditte. Weißt du, wie verwirrend das ist, wenn du auf einmal Musik hörst? Ja, kann ich mir vorstellen. Aber ich weiß ja nicht, ob hier diese Wetterdetektoren oder so vielleicht irgendwelche Geräusche machen. Zum Beispiel brauchst du die Dinger hier, sonst kannst du nicht überleben. Dann kriegst du immer einen Sandsturm, wenn das Ding hier nicht steht. Und der Sandsturm sorgt dafür, dass deine Mauern schön zugemacht sind und Zombies und so rüberklettern können. Ah, wenn du das Ding hier stehen hast, kommt kein Sandsturm. Kommt der Sandsturm nicht, genau. Allerdings nur auf einer bestimmten Ebene. Wenn ich jetzt in die originale Stadt gehe, dann ist da logischerweise ein Sandsturm. Ja, das ist klar. Also das reicht nur für ein paar Chunks, oder wie? Ja. Okay. Ich glaube 10 oder so. Also wenn ich größer werde, muss ich mir nochmal so ein Ding bauen. Das ist teuer? Das ist nicht wirklich teuer. Ob man mein Minecraft auf Deutsch stellt, da kann ich mit dir kommunizieren. Ja, genau. 50% der Mods, die sind trotzdem alle auf Englisch. Okay. Ja, scheiße Übersetzung, ne? Ich hab viel zu wenig geschlafen, Alter. Ja, ich muss so bald schlafen, mal. Ja, ich hab gestern, also die Nacht war ich komplett wach, weil es mir einfach mega schlecht ging. Ich hatte die ganze Zeit Kopfschmerzen, wir hatten keine Tabletten mehr, weißt du gar nichts. Und da konnte ich nicht schlafen, weil ich nicht liegen konnte, weil die Kopfschmerzen dadurch immer schlimmer wurden.
Und Alter, dann habe ich mir so gedacht, ja komm, was mache ich jetzt, ne? Am PC setzen wollte ich mich jetzt auch nicht unbedingt, dann werden die Kopfschmerzen meistens noch schlimmer, weil die ja deine Augen anstrengt die ganze Zeit. Jupp. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, was mache ich jetzt? Dann habe ich mich ins Bett gesetzt, habe noch Fernsehen geguckt. Und dann um 8 Uhr bin ich eingeschlafen und um 10 Uhr haben meine Eltern mich schon wieder geweckt. Dann habe ich gerade von 9 bis 2 noch gepennt. Dann ging's. Es ist halt YouTuber-Rhythmus, ne? Ja. Ich muss ab nächster Woche, ab Montag wieder arbeiten, ey. Ja, das Problem ist jetzt, was ich habe, ne? Durch die ganzen Spenden, die ich jetzt die letzten Tage bekommen habe. Und du musst das ja ab irgendein gewisser Summe irgendwann anmelden. Und ich weiß nicht, ab wann man das anmelden muss. Jetzt ist die Frage so, ja, was mache ich jetzt? Ruf ich beim Finanzamt und melde das alles an? Und mach damit selbstständig? Möchte ich eigentlich ungern. Mhm. Weil dann kommt mehr Kosten drauf auf mich zu, nee, als wie... Ja, nö, doch, du hast ja Privatversicherung und all so ein Scheiß. Nö. Hast du nicht. Hä? Also. Um dich privat zu versichern, musst du gewisses Einkommen haben. Ja, habe ich keine. Und du musst nachweisen, damit du mindestens, ich glaube, 35 Stunden in der Woche arbeiten tust. Das tust du ja das auch nicht. Ja, doch, mittlerweile ja. Machst du ja nicht. Wo arbeitest du denn? Mit Minecraft oder ja, wenn so? Man, na, wenn man jetzt so überlegt, Stream ist ja, wenn man das... Ist kein anerkannter Job. Na klar, ist kein anerkannter Job, aber da frage ich mich jetzt schon wieder so, weißt du, wie machen das die YouTuber? Die müssen ja auch irgendwie das ganze Scheiß angemeldet haben und... Ja, die sind... also im Endeffekt, du gehst zum Finanzamt, meldest ein Kleinunternehmen an, und bist mit einem Kleinunternehmen bist du ein ganz normaler Mensch, du hast keine Vorteile damit. Sprich, du kriegst keine Steuern wieder oder sonst was. Einziger am Kleinunternehmen ist, dass du halt jedes Jahr angeben musst, wie viel hast du verdient. Verdient hast du nur das, was du wirklich ausgezahlt kriegst, nicht was irgendwo auf irgendwelchen virtuellen Konten liegt, wie PayPal. Bei PayPal also heißt ja zum Beispiel, wenn der Typ hat sofort Überweisung gemacht, geht ja auf mein Konto. Ja, dann hast du Geld verdient. Dann habe ich ja so gesehen Geld verdient. Das müsste ich ja versteuern lassen. So gesehen. Genau. Wenn du aber rechtlich gesehen ein Kleinunternehmen anmeldest, dann musst du zwar dem Finanzamt sagen, ey, XY hat mir... Sagen wir mal ganz hoch, 1000 Euro geben im Monat. Dann wollen die aber von den 1000 Euro nicht sehen. Weil du bist ein kleines Unternehmen. Du hast bis zu 19.000 Euro bist du steuerfrei. Im Jahr. Ja, die erreichen wir ja nie. Genau. Das ist so unmöglich, also nicht mit YouTube und Co. Ja, außer du bist jetzt höher, dann verdienst du dir auch im Jahr, dann bist du schnell an deine Grenze, aber... Aber rechtlich, meine jetzt so. Rechtlich gesehen müsstest du mit jedem einzelnen Euro, den du kriegst, müsstest du beim Finanzamt so oder so angeben, bist du verpflichtet. Ja gut, dann habe ich nicht gedacht. Ne? Ja, aber alles andere ist Steuerhinterziehung. So, aber der Nachteil eines Kleinunternehmers ist zum Beispiel, dass du halt auch keine Steuern wiederkriegst. Ja, das ist ja scheißegal, so gesehen. Weil ich gebe ja im Moment keine Steuern ab, wenn du sagst, 19.000 sind Freigrenze, die erreichst du ja nicht. Naja, aber du gibst ja in deinem Job, gibst du ja Steuern aus. Ja, klar, aber... Du musst was trinken und du musst was essen und das sind alles Steuern, die du verschenkst, auf Deutsch gesagt. Gut, als ja, Kleinunternehmen, klar. Der Vorteil für dich zum Beispiel, eine Art Kleinunternehmen zu haben, ist, dass du deine Ruhe hast. Die können dich mal kreuzweisen, dann ist gut. Bei mir zum Beispiel ist, ich bin steuerpflichtig. Nicht, weil ich über 19.000 im Jahr habe. Weil sondern, du noch eine Firma hast, ne? Na, weil ich kein Kleinunternehmen bin. Ne, warum bist du kein Kleinunternehmen? Ich habe dank der Steuerthematik, ich muss übrigens mal ins Haus, sonst sterbe ich gleich.
Ja, ich gehe mit dir. Mit Google und Co. habe ich mir mal die kleinen Regelung verwirkt, nennen wir es mal so rum. Also ich war mal Kleinunternehmer, aber habe mit meinem ganzen Internet-Scheiß auf Deutsch gesagt, hat das Finanzamt gesagt, also wenn du mit uns so einen Scheiß baust und uns das alles ja nicht erzählst, dann darfst du kein Kleinunternehmer sein. Also heißt, du bist jetzt ein richtiger Unternehmer, oder wie? Genau, ich bin ein richtiger Unternehmer. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal ganz blöde, eine Flasche Cola trinke im Stream, dann kann ich das von den Steuern absetzen. Dann kriegt die 19%, die du gezahlt hast, um die Cola zu kaufen, die krieg ich dann wieder. Das ist auch, ja, nee, ach ja, das ist ja wieder der Nachteil, weißt du, bei Großunternehmen. Wenn du wirklich so ein Unternehmen hast, hast du auch wieder ganz bestimmt ein paar Nachteile, ne? Ja, also der Nachteil ist, dass ich eine Einkommensteuer habe plus eine Umsatzsteuer. Also, du hast ja 19% Mehrwertsteuer. Das ist Ja. bei mir die Umsatzsteuer, die habe ich. Das heißt, für jeden Betrag, den ich einnehme, muss ich Umsatzsteuer zahlen, weil ich habe ja Umsatz gemacht. Wenn ich das vom Virtuellkonto, nehmen wir jetzt PayPal, auf mein Privatkonto zahle, da muss ich auch noch Einkommensteuer davon zahlen. So, und die Einkommensteuer sind auch nochmal 19%. Ja, GG, Alter. Der Vorteil ist, umso mehr ich aber kaufe, also in dem Fall nehmen wir jetzt Beispiel Cola, Kriegst du auch wieder. verringern sich meine Steueranteile wieder, weil die 19% Steuer, die ich für die Cola bezahlt habe, die kriege ich dann wieder. Also im besten Fall muss ich, sagen wir mal, im Jahr jeden Tag 3 Flaschen Cola trinken und ich kriege bestimmt 2.000-3.000 Euro wieder vom Finanzamt dafür. Das Problem ist aber, wenn ich jetzt zum Beispiel Product Placements mache, Davon kriegst du nichts, klar. nee, die muss ich versteuern. Also, selbst wenn eine Firma kommt und sagt, hier zum Beispiel Arasul, der hat heute einen 10.000-Euro-Laptop vorgestellt. Den hat er als Placement bekommen und kann er behalten. Der muss jetzt zum Finanzamt gehen und sagen, ich habe 10.000 Euro erhalten, die er eigentlich gar nicht erhalten hat, weil er hat den Laptop dafür bekommen. Ja. Und muss die 10.000 Euro versteuern. Also, Okay. im schlimmsten Fall bist du angearscht, wenn du nicht weißt, wie, ja, also wenn du keinen guten Steuerberater hast, den du natürlich auch noch extra bezahlen musst, der dich aus der ganzen Scheiße wieder irgendwie rausboxt. Okay. Und dann gibt es halt sowas wie, dass ich irgendwelche Headsets kaufe oder bei mir kommen Leute Kaffee trinken, damit ich den Kaffee bei der Steuer absetzen kann. Ja, was dachtest du denn? Ich habe einen Kumpel, der säuft ganz viel Kaffee. Was denkst du, wie viel Steuer ich absetze mit Kaffee? Ja, gut, ne? Wenn man weiß, wie man es macht, dann ist es gut. Ja, dafür gibt es dann wieder diese professionellen Steuerberater. Die kosten dir zwar dann auch wieder 200-300 Euro, aber die kommen dann und sagen zu dir eiskalt so, ja, kauf Plastikbecher. Ob du sie brauchst oder nicht, kauf einfach mal Plastikbecher. Sind günstig. Und umso mehr du kaufst, umso mehr Steuern kriegst du wieder. Schon geil. Oder die sagen zu dir, miete dir mal einen Garten. So, logischerweise, wozu braucht man einen Garten? Die sagen, für die Steuer verlegst du deinen Firmensitz dahin, dann kannst du den zu 100% an der Steuer abschreiben. Was? Ernsthaft? Ja. Boah, das ist krass. Die sagst einfach, dein Firmensitz da und wenn da nur ein Holzhäuschen draufsteht, ist egal. Das ist dein Firmensitz, fertig. Was denkst du, warum so viele YouTuber einfach nur Postfächer angeben? Das ist nicht nur, damit sie nicht sagen müssen, wo sie wohnen, sondern damit sie sagen können, hey, ich arbeite aber da und da.
Das kann kein Mensch nachweisen. Und trotzdem sparen die damit Steuern. Okay. Und zum Beispiel Also Schulma. heißt, um jetzt mal auf für doofe übersetzt, also heißt, wenn ich jetzt ein Kleinunternehmen anmelden würde, würde es für mich keine Nachteile Leckst gerade oder ich lecke. Nein, das hat keine. oder. Es hat weder Vorteile noch Nachteile. Das Einzige, wozu du verpflichtet bist, dass du einmal im Jahr deine Steuererklärung machst, damit das Finanzamt weiß, hast du deine 19.000 Euro zusammen oder nicht? Ja, gut. Also heißt, ich muss Montag mich darum kümmern, dass ich Kleinunternehmen anmelde. Kannst ja mal zum Finanzamt gehen und mit denen einfach mal darüber reden und sagen, hey Leute, ich mache YouTube. Da muss ich anrufen. Oder mir ausruft die an. Erzählt denen, hey, ich mache YouTube und ich habe, ja, weiß ich nicht, krieg im Monat Spenden von, sagen wir mal, 100 bis 300 Euro. Das kann auch sein, damit die hier eiskalt sagen, nee, also mit der geringen Summe brauchen sie ja nicht anmelden. Ja, dann wäre es ja gut, ne? Weißt du, dann habe ich ja meine Ruhe. Genau, dann hast du deine Ruhe, dann hast du nicht mal die Arbeit, die Steuererklärung zu machen, wo du meinetwegen hinschreiben musst, hey, ich habe dieses Jahr gerade mal 300 Euro verdient. Ja, aber wenn man jetzt überlegt, dass ich ja wirklich keine, also in meiner ganzen Stream-Laufbahn habe ich jetzt umgerechnet, grob übergerechnet 200 Euro verdient. Ja, das ist rein theoretisch gesehen so oder so eine Summe, die das Sozialamt, das Finanzamt null interessiert. Der Haken Ja, das haben ja auch schon ist, viele gesagt, deswegen. man muss hier eine Gewinnabsicht nachweisen. Ja. Die ist zwar in Sachen Spenden da, die Gewinnabsicht. Aber zu gering bin ich der Meinung. Also, jetzt mal auf ganz Deutsch gesagt, einfach beim Finanzamt fragen, wie das aussieht und fertig, ne? Genau, einfach mal anrufen, muss den gar keine Zahl nennen, sondern sagst denen einfach, ey, ich bin YouTuber und Streamer. Und dann eiskalt sagen, so, ich habe vor, Spenden zu bekommen. Was soll ich tun? Und dann werden die im schlimmsten Fall sagen, also ab einer Summe von X, meinetwegen 1000 Euro im Monat, musst du zu uns kommen und ab einer Summe von X, musst du nicht kommen. Ja, weil deswegen habe ich das ja bis jetzt noch nie gemacht, weil bei Tippy Stream steht auch, ab 1.000 € musst du es anmelden. Da ist es Pflicht, ab anzumelden. Ist es da, aber die Frage ist, ab wann die 1.000 € zählen? Zählt das dann für ein ganzes Jahr oder zählt das dann nur für, sagen wir jetzt mal, einen Monat? Weil im Die Monat 1000 werde ich nie Euro 1.000 € voll machen. zählen ab dem Zeitpunkt, wo du 1000 Euro hast. Die habe ich ja noch lange nicht. Also heißt, ich müsste es ja nicht anmelden. Laut Tippi-Stream jetzt. Naja, die Norm, das ist eine sehr vage Auskunft im Endeffekt von Tippy Stream, bin ich der Meinung. Weil, wie gesagt, normalerweise müsste man in Deutschland jeden Cent anmelden. Ja, Normalerweise. das habe ich mir nämlich auch gedacht. Deswegen, ich bin mir da immer voll unsicher. Ich noch nie gemacht, weil ich nicht wusste, ist aber, wenn man jetzt im Nachhinein mal drüber nachdenkt, was auf mich zukommen könnte, dass eventuell sogar Steuerhinterziehung dazukommen könnte, weil dann bin ich gefickt, dann bin ich wortwörtlich gefickt. Das wäre in dem Fall Steuerhinterziehung, ja. Ja. Und da kannst du dich auch nicht auch rausreden, weißt du? Weil da wird dir jeder sagen, ey, dich hätte ich vorher ab, bevor du da irgendeine Scheiße machst, weißt Ja, du? die Antwort heißt, erkundige dich doch mal vorher, bevor du sowas tust. Ja, genau. Und ich habe mich ja erkundigt. Ich habe es ja auch mal gegoogelt und so. Und im Google stand ja auch, man braucht es nicht unbedingt anzumelden, solange du nicht über deine 1.000 € hinwegkommst. Und darauf beschließe ich jetzt so, die 1.000 € kriege ich nicht zusammen. Also heißt, ich müsste es ja noch nicht anmelden. Deswegen, aber die letzten Tage, weil so viele gesagt haben schon,
meld das an, bist du auf der sicheren Seite, weißt du? Ja. Also sagen wir mal so rum, im Endeffekt einfach mal blöde Nachfragen, kannst du, glaube ich, nichts falsch machen. Wie gesagt, du musst denen ja keine Summen nennen. Erstmal. Ne, ich kann den eh keine genauen Summen nennen, weil das immer unterschiedlich ist. Ja, deshalb einfach nur Ich kann sagen, nachfragen. Ich ja, und habe wenn sie vor, Spenden fragen, zu was für eine bekommen. Summe haben die, Ja, dann kannst du ja sagen, also momentan beläuft sich das, ganz blöde gesagt, auf null, weil das sind freiwillige Spenden. Aber es kann da mal auf 10 oder mal auf 20 oder mal auf 30 € kommen. Ich meine, du musst den jetzt ja keine hohen Summen nennen, sondern einfach nur ganz blöde sagen, ey, also maximal vielleicht ein Huni im Jahr. was? Du hast geleckt? Ach, ich hasse es. Ich sage, du musst den keine genauen Summen nennen. Wenn du den sagst, so maximal 200 € im Jahr kriegst du an Spenden zusammen, dann hast du denen eine Summe genannt und die sagen dir, ob du überhaupt interessant bist für die. Ja, genau. Das hab ich mir auch überlegt, weil ich bin mir da verdammt unsicher. Und ich möchte nicht irgendwie hinterheißen, weil du, der hat Steuerhinterziehung gemacht und so ein Scheiß, weil das fehlte mir hier noch. Weil man weiß ja, Steuerhinterziehung wird hart bestraft. Ja. Sehr hart. Ja, und eine Steuerprüfung ist nicht schön. Ich hab demnächst eine vor mir. Ja? Weil ab und zu kommen mal da so 6 Leute in deine Hütte und sagen, zeigen Sie uns mal alle Akten. Wir möchten doch gerne mal Ihre letzten Steuerüberprüfungen überprüfen. Und dann blättern sie 10.000 Akten durch, die du zu Hause hast. Und da musst du alle Einnahmen und Ausgaben verzeichnet haben. Sonst kriegen die das Heulen. Ja, das ist ja bei mir auch so das Problem, weißt du? Weil, wenn du jetzt so überlegst, ich mache ja meine Einnahmen über Tipi-Stream, wenn man es jetzt genau nimmt, ne, weißt du? Weil die Spenden laufen ja bei Tipi-Stream. Heißt, ich kann mir überhaupt keine Steuer, also keine Akten anlegen. Ich kann sie höchstens selber aufschreiben, aber ich weiß nicht, inwieweit das in Ordnung ist für die, weißt du? Also Wenn ich das selber alles aufschreibe. alles Geld, was nicht auf deinem Konto ist, Muss ich nicht aufschreiben. ist kein Geld, worüber du verfügen kannst. So musst du es sehen. Also Ja. entweder ist es bei PayPal, dann kannst du ja darüber verfügen, indem du es im Internet ausgibst. Ja. Solange wie zum Beispiel bei Streamlabs das Geld da liegt und das aber nicht an irgendein Konto von dir ausgezahlt wird, ist das so oder so uninteressant. Das wird erst interessant, wenn du das an dir auszahlen lässt. Übrigens ist das mit der YouTube-Werbung in dem Fall übrigens genauso. Ja, da fällt ja jetzt auch wieder komplett weg bei mir im Moment. Hallo, Fings, willkommen im Stream. Heute hast du irgendwo Wasser, sehr viel Wasser. Ich verdurste gerade wieder. Du kannst Wasser habe ich draußen und einmal ist im ME-System. Also, warte mal, hier ist jemand, den habe ich gerade nicht mitbekommen. Weißt du was? Ich klau dir einfach dein Wasser aus deinem E-System. Also, hallo, der Freibetrag liegt bei 1.160 € circa. Die Ich man weiß, nicht anmelden warte muss, mal, ne? ich weiß jetzt nicht genau auf den Euro genau. Wenn du diese Summe nicht erreichst, musst du nichts anmelden. Du kannst bei TippyStream alles per PDF speichern und drucken. Also dementsprechend hättest du die Unterlagen dann so oder so zu Hause. Ja, ich habe aber keinen Drucker. Also fällt das wieder weg. Obwohl, da könnte man auch in der Bücherei oder so. Das Blöde wäre jetzt auch Antwort. nicht so das Schlimmste. Blöde Antwort, aber wenn du es angemeldet hast, dann musst du den Drucker kaufen. A new follower. Weißt du, mein nächstes Spendenziel, wer sind Sie? Danke für deinen Follower. Ja, schreibt mir gerade jemand bei Twitch beim Chat. Also 1.160 € circa hast du Freibetrag. Aber weiß ja nicht so Ja, genau auf dem gut. Euro. Also,
Ich sichere mich jetzt komplett ab. Ich werde beim Finanzamt einfach mal anrufen, werde da nachfragen, wie das aussieht überhaupt. Und wenn es hart auf hart kommt, werde ich das wohl anmelden müssen. Ja, wie gesagt, nenn den einfach eine tiefe Summe. Hey, ich habe jetzt das Höchste, was ich jetzt gemacht habe, waren diese 80 Euro von den Kollegen, ne? Also naja. 70, 77. Dann nennt sie halt. Das kann ich denen halt nennen, weißt du? Das ist die höchste Summe, die ich bis jetzt rausbekommen habe. Naja, dann nennst du ihn genauso im Endeffekt die Summe und dann ist gut. Bei Tippystream ist alles gespeichert. Okay. Soll ich habe bei Tippystream noch nie was gespeichert. Also ich hoffe mal, die haben das gespeichert. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Aber ich glaube nicht, dass es darauf hinauslaufen wird. Guck mal, ich mache jetzt seit einem Jahr Stream und habe seit einem Jahr diese Spenden aktiv. Und ich glaube, wenn das Finanzamt so interessiert wäre an diesen Spenden, ich glaube, dann hätten sie mich auch schon angeschrieben und hätten gesagt, wissen Sie was, sie machen gerade Steuerhinterziehung. Und ich glaube nicht, dass dadurch, also ich glaube, die sind da relativ schnell, wenn es um sowas geht. Ja, der Vorteil ist halt, ja, du bist noch eine normale Person. Wenn ich sowas höre mit 1160 Euro sind steuerfrei, auf Deutsch gesagt, bei euch. Ich muss ab dem ersten Euro versteuern. Aber gut, das ist das Problem, wenn man eine Firma ist, ne? Ist ja das andere, weil jetzt, weißt du, wenn ich jetzt noch nebenbei arbeiten würde, dann würde ich ja aber die 1000 auf 200 Euro weg hinüberkommen. Also heißt, müsste ich das wieder anmelden. Ist, da ich aber im Moment wieder arbeitslos bin, heißt das? Wenn du arbeiten gehst, solltest du so oder so eine Steuererklärung machen jedes Mal. Habe ich noch nie gemacht. Habe ich ehrlich noch nie gemacht. Echt nicht? Solltest du immer, als Arbeitnehmer solltest du immer eine Steuererklärung machen. Die kann entweder negativ für dich ausfallen, dass dein Chef zu wenig Steuern gezahlt hat, dann musst du Steuern nachzahlen, oder dein Chef hat zu viel Steuern gezahlt. Und meistens ist es so, dass die Chefs zu viel Steuern zahlen. Ja, das sind alles solche Sachen, wo ich wirklich mich noch nie erkundigt habe, weil ich dachte, so Arbeitgeber. Die Arbeitgeber, die machen das ja schon von sich aus, weil sie, die versteuern ja deinen Lohn, so gesehen. Weil wenn das auf dem Konto wird, wird die Steuer abgezogen. Genau, aber die Frage ist zum Beispiel, haben die den richtig versteuert? Das ist halt die andere Sache. Dafür kann ich ja dann mit dem Moment nichts, weil ich verlasse mich ja in dem Moment auf den Arbeitgeber. Ja, aber nehmen wir mal an, du hast ein Auto oder du fährst Bahn oder Bus zu deiner Arbeitsstelle. Die Fahrkosten, die kannst du dem Finanzamt vorlegen und dann kriegst du von denen Geld wieder. Nochmal, weil dann hast du zu viel Steuern bezahlt. Das hättest du mir mal früher sagen müssen. Also, Alter, zum Beispiel haben wir das Problem bei meiner Frau gerade, dass die Firma seit 6 Monaten nur ein Kind versteuert. Wir haben aber 3 Kinder. So, das heißt, für jedes Kind stehen uns nochmal ca. 200 Euro zu. Für jeden Monat, wo meine Frau in dieser Firma gearbeitet hat. Und die muss uns das Finanzamt am Ende des Jahres wiedergeben. Scheiße. Ja, ich schreibe gerade, die Fahrkosten auf Arbeitsweg kannst du auch versteuern. Ja, es gibt so einiges, was man versteuern kann, aber viele Menschen machen diese Steuerabrechnung nicht, weil sie sich darauf verlassen, dass der Arbeitgeber das schon alles für tut. Gut. Ja, so ist es bei mir jetzt der Fall. Ja, viele Leute wissen das aber auch nicht, ne? Nee, das ist, weißt du, wenn man Neueinsteiger in solchen Sachen jetzt ist, zum Beispiel YouTube, ich bin ja voll, kompletter Neueinsteiger, wenn man es so sehen will. Ich habe mich vorher erkundigt, wie das aussieht, ab wann man es anmelden muss. Im Tippystream steht auch, ab 1000 Euro ungefähr musst du es anmelden. Gut, da ich aber nie die 1000 Euro erreichen werde im Moment, vielleicht wenn man in 2-3 Jahren nochmal drüber spricht, vielleicht sieht das dann schon wieder etwas anders aus. Ich? Ja, oder das ist meine Leitung, kann natürlich auch sein. Außerdem muss mein Anbieter, glaube ich, gleich wieder einen Kick machen. Steht es auch mal wieder so spät, damit die kicken. Früher war das, du kannst die Steuern auch 5 Jahre rückwirkend machen mit der Steuererklärung. Ja, leider nur als Autonormalverbraucher. Also ich kann das nicht als Firma. Ich kann maximal 2 Jahre rückwirkend Steuererklärung machen. Aber wie gesagt, es gibt ganz viele, die überhaupt keine Steuererklärung machen und eigentlich rechtlich gesehen eigentlich gar nicht wissen, dass, nehmen wir mal an, wenn der Arbeitgeber zu wenig Steuern gezahlt hat, da
dann musst du ja Steuern trotzdem ans Finanzamt abgeben. Das heißt, rechtlich gesehen ist das immer eine Steuerhinterziehung. Die wird zwar nicht verfolgt, wenn du nicht hingehst und eine Steuererklärung machst, aber rechtlich gesehen wäre das immer eine Steuerhinterziehung. Mein Gott. Als Firma sollte man sowas, als Firma muss man sowas. Als Privatperson hast du das Glück, damit du immer noch sagen kannst, hey, ich will gar keine Steuererklärung machen, und dann kommt das Finanzamt nie an und sagt, ey, du musst jetzt tun. Als Firma kommen die immer November und schicken dir einen Brief, du hast noch 3 Stunden Zeit, das Ding zu machen. Gut, dann holt man sich einen Steuerberater, der kümmert sich um die ganze Scheiße, aber die kommen immer im November. Aber wenn man jetzt mal so überlegt, wenn du dir keinen Steuerberater leisten kannst, weil du diese Einkünfte noch nicht hast, dann sieht das auch schon wieder schlecht aus, ne? Naja, es gibt genug Software, die das für dich machen können. Also du musst nicht einen Steuerberater haben. Ich muss ihn haben, weil es ein bisschen umständlicher bei mir. Ja, klar, bei dir ist wegen Firma und so. Weil ich habe 3 Firmen inzwischen. Einmal eine Medienfirma, die YouTube, Twitch und Co. verwalten wird, und Google an sich. Dann halt meine Hauptfirma, wo ich so arbeite, also auf dem normalen Markt, im Rühlife. Und dann noch halt eine virtuelle Firma. Und für jede Firma darf ich eine Steuererklärung schreiben. Oh mein Gott, ey. Also, ich habe zum Beispiel den ganzen November habe ich zu tun mit Steuererklärung schreiben. Da komme ich zu nichts anderes. Deshalb gefällt mir ja sowas, wenn YouTube anfängt, mir jetzt schon seit der Regelung keine Werbung mehr zu schicken. Ich habe mich schon gefragt, ob ich mal ganz blöd bei YouTube nachfrage, warum ich keine Werbung mehr bekomme. Ja, dann werden sie sagen, weil du die Aufrufe nicht hast. Naja, was heißt die Aufrufe nicht habe? Laut meinem YouTube-Portal steht da, ich bekomme Werbung ausgeliefert. Also ich habe nicht diese, jetzt habe ich einen neuen Kanal aufgemacht, da steht explizit, ich muss 10.000 haben. Wenn ich auf meinem alten Kanal gehe, steht da, wir liefern Ihnen Werbung aus. Ich habe keine Ahnung, wie das da gerechnet wird, ehrlich nicht. Ich inzwischen auch nicht mehr. Aber seit diese neue Regelung da ist, mit den 10.000, bekomme ich jetzt zum Beispiel für Hot Game, beziehungsweise doch für Horse Watcher kriege ich Geld. Da haben sie es ja gemacht, damit sie 50% meines Kanals gestrikt haben. Gut, da laufen auch Videos, da möchte, glaube ich, Coca-Cola auch keine Werbung machen. Ist aber, ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis ich ein Kleinunternehmen anmelden kann und will. Ja, und muss im schlimmsten Fall. Ja, wenn ich jetzt muss, dann werde ich das auch tun, Alter. Da komme ich nicht drum herum, aber meine jetzt so, wenn es nicht sein muss, werde ich das auch noch nicht machen. Das ist nur Arbeit und. Nee. Also du könntest ja mal im Endeffekt beim Finanzamt einfach nur nachfragen, in welcher Grenze du rechtlich gesehen dann verpflichtet bist, dich anzumelden, und ab wann halt nicht. Weil wenn es diese Summe von 1160 gibt, dann bist du so oder so aus dem Schneider raus. Ja, dann bin ich noch weit weg. Dann brauche ich noch ein bisschen.
Summe kontinuierlich haben muss oder nur einmalig. Weil wenn du die dann auch nicht kontinuierlich hast, also nicht jeden Monat rein theoretisch gesehen, dann kommt so oder so irgendwann die Finanzamt und sagt, ey, du wirst wieder ausgesteuert. Und wenn du ausgesteuert bist, dann ist dein Kleinunternehmen auf Deutsch gesagt, wieso wieder verschwunden. Also, naja. Da hat sich dann aber ganz schön was verändert. Früher musste man ab den ersten Euro versteuern. Da hast du dich praktisch gesehen schon mit der, Steuererklärung bei Google alles angemeldet. Da hinten ist übrigens die Stadt. Hinter dir, Hotti. Ich geh wieder rein. Ah, ist sicherer, ist sicherer für dich, ja. Ich hab einen Angel Ring. Den haben sie hier auch ganz schön hochgesetzt. Normalerweise ging ja der Angel Ring, dass du den unter mit NIO aufladen konntest. Das funktioniert hier auch nicht. Ja, alles klar. Hier musst du so eine Dings bauen. Kommt hier, ich brauche noch ein paar Köpfe. Ah, der hat hier komplette Rüstung. Ständer. Ende im Keller, ne? Hat er das Haus selber gebaut? Ja, ne? Das hat er selber gebaut, ja. Oh. Am Anfang hast du nur die Wüste und das Raumschiff. Ich glaube, der ist mir ja nicht böse, wenn ich ihm ein paar Sachen klaue, ne? Nö, glaube ich nicht. Ich biete ja eh nicht mehr, hat er gesagt. Na, muss ich morgen mal fragen, wenn er morgen vorbeikommt. Kommt er morgen wieder? Ja, so für den Tag. Ja, aber auch nur für den Tag ist ja auch schon gut. Ja. Aber ich glaube nur, um Overwatch zu spielen. Du weißt ja noch nicht, dass er 5 Kisten von mir geschenkt gekriegt hat. Bei Overwatch. Hab bei jetzt Amazon Prime. Und da gibt's jeden Monat Kisten. Ja, hab ich schon gesehen. Für irgendwelche Spiele. Aber es lohnt sich nicht, Prime. Also wenn du viel bei Amazon bestellst, ja. Sonst nein. Da ich relativ wenig bestelle, habe ich mir auch schon gedacht, ne, komm, lohnt sich eh noch nicht. Und das ist eine Augenmenge Geld, wenn du überlegst, 70 Euro im Jahr. Okay, das geht noch, ne? Na, hast dann halt alles frei. Du zahlst 7,99 im Monat. Ja, genau. Und 70 Euro im Jahr.
Aber im Endeffekt, das lohnt sich im Endeffekt nur dann, wenn du wirklich viel bestellst, weil du halt die Versandkosten sparst, ne? Ja. Bist du da, ich das ja nicht mache? Na, ich hab's ja nur gemacht, weil ich hab's aufgedrängt gekriegt und war sofort zu kündigen. Also krieg jetzt zum Beispiel auch eine Kreditkarte von Amazon, die hat auch viel Drängel gekriegt. Ja, gut. Da werde ich wohl die 60 Euro ausnutzen, die da Guthaben sind, und dann werde ich das Ding wahrscheinlich kündigen. Warum nicht, wenn man es geschenkt kriegt, ne? Sollte mal dieses Haus einrichten. Okay, bis hier hoch geht das nicht mit dem Strom. Mal den abbauen. Reiti, du brauchst nur noch 25 Abonnenten, dann hast du deine 200. Hurra. Jetzt, ich brauche nur noch 6 Abonnenten, dann habe ich meine 150. Ja. Jetzt wir müssen wir mal wieder Giveaway im Stream schreiben, ne? Alter, das ist wirklich immer noch so Clickbait ist, ne? Alter, das ist so unglaublich. Ja. Dirty, brauchst du Dirty Wasser hier, Dirty Wasser. Er trinkt das alles. Ja, da kriegst du für 26 Sekunden Vergiftung. Wenn du trinkst. Das habe ich mir schon fast gedacht, deswegen habe ich es nicht getrunken. Das kann man auch reinigen, aber mache ich nie. Mal auffüllen. Ach, das sieht ja wieder nicht so. Ich hasse die Umprogrammierung. Hallo? Hallo, hallo? Hörst du mich noch? Ja. Okay, Discord kackt nicht ab. Alles gut. Nee, gekackt. Mein Anbieter hat Zwangstrennung gemacht. Bist du schon wieder da? Hm. Bei mir stehst du gerade vor mir. Jetzt läufst du. Bin gar nicht mehr da. Hä? Ach, da bist du. Naja, bin gerade rausgeflogen. Ja, ja, das habe ich mitbekommen. Warst aber direkt wieder da. Sauberes Wasser. Oh, geil. Jetzt nochmal bewegt. Ja, ich bin schon gespannt. Da kommt denn noch diese 1 Million Dirt-Quest? Mal gucken. Wie lange hast du mit dir? Den schon habe. Ach, das sind mit diesen scheiß Schlagzeilen hier auch noch. Ich muss noch 4 Spinnen killen. Gut, Zombies sind voll. Hat aber keine. Oh, warum? Warum macht man sich hier auf einer Axt Glück? Kann mir das dein Sohn mal sagen? Diese Axt hat er nie gemacht. Oder warte mal. Die hast du gemacht.
Ihr habt weggemacht, ja. Ja, ich kenne mich da mit diesem Mod noch nicht so dermaßen aus, dass ich weiß, wann ich was kriege. Und ich habe einfach irgendwas drauf geknallt. Du hättest besser mal Ding drauf geknallt, Moos, dann hätte sich selber repariert. Ja, genau. Dann hätte sich selber wieder repariert. Ja. Aber die kann gut abbauen. Ja, die kann gut abbauen, ist aber auch schon fast kaputt, ne? Ja. Ich habe durch Zufall OP-Sachen gefunden. Da ist mir ehrlich gesagt Schnuppe. Ich habe eine OP-Schaufel und ich habe eine OP-Axt. Die geht nie kaputt. Eine Todesnachricht. Geil. Die wolltest du ja schon immer haben, oder? Genau. Jetzt bin ich doch schon nicht genug im MA-System haben wollen. Ah, ey. Ja, wie gesagt, dieses Modpack an sich ist sehr anstrengend. Ja, das Problem ist, weil ich steige gerade irgendwo ein und weiß noch nicht so wirklich, was man hier machen soll und kann. Ja, rechtlich gesehen müsstest du jetzt erstmal das ganze Questbook durcharbeiten, ne? Ja. Dann hast du bald keine Items mehr. Mach keine Sorge, ich hab hier noch. Aber du müsstest eigentlich das ganze Questbook eigentlich von vorne an durcharbeiten, damit du überhaupt drin kommst. Ach, mich wundert das. Warte. Versteh machen wir mal nicht. Basic. Du bist bei mir jetzt in der Party drin, warum du die nicht automatisch kriegst. Ich hab keine Ahnung. Ja, Basic ist, du brauchst 3 Wasserflaschen, ein Eichensetzling und 32 Knochenmehl. Aber guck mal, 3 Wasserflaschen habe ich gerade im Inventar, ja? So. Wird bei mir als inkomplett ja, warte. Angezeigt. So. Dann bin irgendwie verwirrt. Hier, nimm mal diesen Stack Knochenmehl. Ja. Und ein Eichenholz-Setling. Und hier ist der Eichenholz. So. Jetzt müsst ihr dir anzeigen, damit das Ding fertig ist. Ne. Hast du mal vorher raufgeklickt? Ja, ne? Wie draufgeklickt? Na, du musst jetzt auf diesen Baum raufklicken. Und dann. Warte mal, sind jetzt wieder die richtigen Wasserflaschen? Ja, Minecraft. So. Und jetzt müsstest du sie eigentlich detekten können. Na. Ich bin nicht. Ich hasse dieses Modpack. Oder kannst du erst die machen, mitmachen, die ich noch nicht fertig habe? Wenn du auf unten den vorletzten klickst, was zeigt denn dir das an? Gar nicht, kann ich gar nicht draufklicken. Ich kann nur auf Basic Survival gehen. Hey, dann müsst ihr die doch extra claimen können. Das ist, was ich gerade nicht verstehe. Da musst du sie selbst claimen können. Ich kann bei Basic der Peter gar nichts machen. Also kann gerade gar nichts machen hier wirklich. Warte mal. Warte, ich kannte mich irgendwie aus der Party. Warte, ich lief mal aus einer Party, ja? Mhm. Ich kann dann nicht mal aus deiner Party lieben. Warum nicht? Da kann ich dich rausschmeißen. Ja, schmeiß mir mal bitte hin raus. Tschüss. Vielleicht liegt das daran, weil ich in der Party bin. Tschüss. Ja, da musst du alles mal rausschmeißen und wieder aufheben. Ach so. Eins, zwei, drei. So, alles wieder aufheben. Nö,
Oh, ey. Ich hasse dieses Modpack. Mal gucken, vielleicht. Irgendwie gab's da. Das ist voll hohl, weil am Anfang sind die Wasserflaschen plus. Oh, das Ding hat keinen Strom mehr. Gerade warm. Einfach in der Kiste drin, die nimmst du raus und dann. Ups, das ist kein Wasser mehr drin. Warte mal, hast du ihn irgendwo? Ne, hast du nicht. Was hab ich nicht? Ich pack mal ein paar Sachen bei dir, wenn du willst. Nicht wundern. Oh nein, eine. Ah. Okay, Flasche. Diesen Bärhol anzuschließen ist auch kacke, sehe ich gerade. Der hat mir meine ganzen Links leer gesaugt. Oder muss ich die vielleicht benutzen, weißt du das noch? Dass ich die drei Wasserflaschen benutzen muss und dann Eichenholz-Setting irgendwo blenden muss und damit noch mehr... Nee, die holst du aus einer Kiste raus. So, jetzt friere ich wieder. Die holst du normalerweise am Anfang aus dem Raumschiff aus der Kiste raus und dann werden die... Überlege gerade, man konnte Wasser herstellen, also irgendwie mit Sand. Kannst du normalerweise doch auch mit Laub, oder nicht? Ja, aber das wird nicht anerkannt, das Wasser. Hallo? Weil das Problem hatte ich schon mal mit Endro, dass da auch irgendwie was war. Ich weiß bloß nicht, wie wir das hier gelöst hatten. Server abgekackt? Ne, oder? Nö. Also mir leckt der Server gerade, kann ich... Ah, jetzt. Okay. Ich bin verwirrt. Weißt du was? Wir machen das jetzt mal ganz einfach. Direkt verbinden Server bald. Und. Da lade ich noch meine Party an, Horti. Oh,
Danke, danke. Auf einer steht auch 100%, weißt du, wenn ich auf die Quest drauf gehe? Hm. Steht 100% unten in der Ecke. Ja. Aber ja, ich kann es halt nicht klären. Wenn du rein und raus zoomst, dann wird es weniger. Achso. Das ist nur das. Wie groß. Also das heißt, wie nah das ist. Ah. Genau. Ah, okay, ja gut. Das hat nichts damit zu tun. Da steht auch Konsum, nein. Also das Problem. Na, dass du es noch nicht gemacht hast. Ja, aber ich hab's ja von dir bekommen. Ich weiß jetzt nicht, was ich nachmachen soll. Weiß ich auch gerade nicht. Muss ich mal morgen am nachher am Tage durch noch irgendwie im Internet durchlesen. Was macht denn diese Wasserfalle? Fängt die Fische? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich mag das nicht. Oh nein, oh nein. So, wie lange dauert es, bis der jetzt was im Fisch fängt? Ich fühle mich hier so hilflos. Ja, das Problem ist, dass man gerade rauskriegen muss, warum das bei dir gerade nicht funktioniert. Es ist ja eigentlich scheißegal, ob der Questbus funktioniert oder nicht, ne? Ja. Weil Sachen craftest du ja eh im Finale. Jo. Nur mit Questbook weißt du aber allerdings auch erst, wie du was craftest, ne? Ja. Warte, du hast hier keine Eichenbäume, selbst Eichenbäume stehen, oder? Irgendwo? Nee, die habe ich hier alle eben. Was? Wir machen mal hier ein Plänchen. Den wachsen wäre. Den baue ich ab. Ach so, ja gut. Sagst du, die ist gut? So, bitte. Hä? Sagst du, die Axt ist gut? Ich hab nie mehr gewusst, dass die den ganzen Stamm abbaut. Ich guck mir gerade dein Stream an, das sieht so doof aus. Oh Mann, ey. Oh, kennt ihr meine Schnauze halten, ihr scheiß Zombies, ey? Ich glaube, ich hier keinen Selbstlenker-Trop bekomme. Mit denen nur. Ziemlich verarsche. Doch, das ist ja gleich. Eigentlich müsstest du 2 kriegen, glaube ich. Aber das ist doch eigentlich auch nicht die erste Aufgabe, oder nicht? War die erste Aufgabe nicht, du sollst Erde herstellen? Nee, das ist die erste Aufgabe. Dann kriegst du ja erst Erde. Ich bin verwirrt. Bin echt verwirrt. Ich hätte das Spiel Anfang an mitspielen müssen, damit ich erstmal ein bisschen klarkomme. Du kriegst im Endeffekt, also du nimmst Baum und Dings raus, dann kriegst du ein Erde. Plus 32 Knochenmehl und eine Loot-Chest. Auf diese kannst du dann im Endeffekt diesen einen Baum anpflanzen, damit du mehr Bäume kriegst, ne? Ja. Und dann musst du dir halt diese Barrel bauen, dass du mehr Sand machen kannst, Wasser produzieren kannst und so weiter und so fort. Gut, der Vorteil ist, es existiert ja nun schon alles. Deshalb ist die Frage, ob du rein theoretisch gesehen erst claimen kannst, wenn ich jetzt eine Aufgabe irgendwo erfüllt habe. Ich hab gedacht, vielleicht muss ich die selber nochmal planten und abbauen, aber das funktioniert auch nicht wirklich. Nee. Boah, was ist so viel Quaffen? Könnte ich ja mal probieren.
so schnell hinkriege. Basic-Konten. Habe ich nicht gerade irgendwie... Hä? Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Warum? Aber mich schießt irgendwas an. Was, wenn da ist ein Blaze? Das ist kein Blaze. Das ist ein Blitz. Oder ein Blitz, Alter. Scheiße. Das ist doch kein Blaze, nur ein Blitz. Wenn ich jetzt wegen dem Scheiß wie ich sterbe, ne? Na, ich hab's. Einfach reingehen. Wo hättest du ein Servo? Vor allem komplette Schmelze. Aber guck mal, die komplette Schmelze, ne? Das habe ich kannte komplett. Aber ich kann nicht claimen. Das steht bei mir auch alle komplett. Ja, dann kannst du erst, wenn ich jetzt den Quest erfüllt habe, also sprich den Quest, den ich jetzt mache, dass du den erst claimen kannst, wenn ich den fertig habe. Und du die alten Quests nicht klären kannst. Alter, dämlich. Ich erfriere schon wieder. Ja, ich auch. Kann das Ding mal wieder angehen hier? Nee, da ist der Strom alle. Ich bestäube es. Ich hab Hunger. Nimm dir was aus dem ME. Ich will mir was aus deinem Kühlschrank. Lecker Brot. Dann nimm dir ruhig ein Brot, genau. So, dann haben wir Light Engineering Block. Hatte ich jetzt noch nicht. Warum braucht die Mod so lange beim Essen, ey? Du darfst nicht mehrere Sachen mehrmals hintereinander essen. Oh. So, ich bin schon mal tot. Light Engineering Block. Zeig haben wir auch. Also jetzt haben sie mit als Schwierigkeit eingefügt. So Tin Wire. Connector. Da willst du mich verarschen? Ach, gut. Hammer. So, steht bei dir jetzt Quest Complete? Wow. Ja. Also kannst du die alten Quests nicht mehr machen. Du musst im Endeffekt dann ab dem Zeitpunkt, wo du eingestiegen bist, machen. Also kannst du erst ab Technologie-Revolution. Ja, aber obwohl ich das auch nicht claimen kann gerade. Also ich glaube, da kann immer nur einer claimen von uns. Nee, das müsste eigentlich zusammengehen. Ich hab's ja noch nicht geclaimed. Nee, deswegen so sage ich ja gerade, aber... Du musst dir was aussuchen, ja? Du kriegst nicht alles. Nee, ich kann ja nicht mehr draufklicken. Bei mir steht dann einfach Basic da, Down und dann Complete. Und dann steht da Unclaimed Reward. Dann halte Schiff. Aber ich kann auch nicht mal draufklicken, um irgendwie was zu claimen. Geh mal auf die Lootbox oder auf irgendwas von dem rauf. Na, warte mal.
Okay, geh jetzt mal auf die Lutsche. Kann ich das erklären, ohne dass du... Jetzt müsste der Claim stehen. Ja, genau. Genau, wenn du jetzt rauf gehst, dann kriegst du die Lootbox. Ah. So. Okay, was ist da drin? Reaktor-Casing und Reaktor-Casing. Brauchen wir nicht mehr. Wir haben ganz Reaktor. Ja, jetzt hast du wieder zwei. Oh, ich hab weiße Wolle bekommen. Wie wertvoll. Wow. Warte mal. Warte, wenn das jetzt auch funktioniert. Warte mal. Ah! Jetzt hab ich. Okay, warte mal hin. Okay, aber hier geht's noch nicht. Also hier kann ich noch nichts irgendwie auswählen. Kann sein, dass die alten für dich gesperrt sind in dem Fall jetzt. Sondern du wirklich erst jetzt ab Technologie einsteigen kannst. Ne, warte mal. Bin gerade. Kann ich da mal wieder drauf gehen? Aber wie soll ich gleich machen? Was denn? Schlafen gehen. Ja, schließt ihm hier an. Ich wollte eine Stunde streamen und stream schon drei. Ist das nicht immer so? Ja, leider Gottes. Oder gut so? Ach, ich weiß nicht. Ja, ich muss mal gucken, ob ich hier Optifine mit drauf bekomme. Ja, vielleicht kann ich das dann doch noch streamen. Ich habe Optifine drauf. Kann ich gar nicht sehen im Spiel. Aber ich habe Optifine drauf. Für die 1.10.2. Ja. Ja, das Problem ist jetzt, ohne Optifine bleibt das nicht immer an derselben Stelle hängen, weißt du? Es ist aber mit Optifine ist das ja vorhin hängen geblieben, was ja auch relativ komisch ist. Ja. Ist aber mal, ich kann mich ja gerade nicht beschweren, ne? Ich laufe hier mit 50 FPS durch die Gegend. Also kann man machen. Was hast du? 50 FPS? Willst du mich verarschen? Ich hab 23. Warum? Ich laufe hier mit 50 FPS durch die Gegend, weil mir hat es auch noch kein einziges Mal geleckt oder so. Ich hab 23. ich hab einen schlechteren PC als du, also mecker hier nicht rum. Ja, das merkt man manchmal nie. Gut, auch mit 23 leckt das nicht wirklich. Ich meine, ich habe ja Zeiten, da habe ich Minecraft mit 17 FPS gespielt, also. Ja gut, ne, dann sieht man Lecken wieder als was anderes. Ich so, sobald ich unter 30 komme, fängt bei mir an zu lecken. Das ist, weiß ich nicht. Pierre spielt übrigens Minecraft mit 5 FPS und da leckt, meiner Meinung nach leckt da gar nichts. Boah, Alter, mit 5 FPS? Ja. Boah, da will ich, Alter, ne. Ich hab gedacht, es ruckelt oder so, aber nö, irgendwie nicht. Also heute, wenn ich jetzt dein Haus abbaue mit dieser Spitzhacke, mit dieser Axt, ne, dann ist dein Haus weg. Dann bringe ich dich um, das hat Andrew schon getan. Hat er das schon getan? Ja. Hä? Warum? Ja, weil er nicht wusste, was die Axt kann. Der hat hier abgebaut. Er wusste nicht, was die Axt kann und schwuppdiwupp kam er dann und sagt, Papa, du könntest da mal was neu bauen? Ich so, was denn? Na, dit und dit. Ich so, kannst du vergessen. Ja, fall doch erstmal runter. Bin ich schon. Oh Mann, ey. Bevor ich mich auslogge, mache ich erstmal das Ding ganz, dass wieder Strom hinkommt. Ende. Also kannst du ja Andrew mal fragen, ob ich dein Haus bewohnen darf? Ich denk mal schon.
Also wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Da baue ich mir halt, wenn ich darf, ein neues. Ist auch nicht ganz so schlimm. Mach du. Na, warum soll ich jetzt ein neues Haus bauen, wenn ja schon eins steht, wo keiner drin wohnt, ne? Ja. Alter, was hängt denn da oben? Warum hat der da so unter der Decke gegangen? Was? Dein Sohn macht mir Angst. Was macht der? Der hat so ein Tempo. Den Temperemato. Regular. Kann das sein, dass ich lecker? Ja, aber richtig. Omid 3012, danke für deinen Follower und hi, willkommen im Stream. Leider kommst du etwas spät. Da ich schon wieder fast aufhöre. Oh, was war das gerade? Ich hatte gerade riesengroßes Grafik-Lag. Du hast gerade, du leckst eh gerade ein bisschen sehr im Stream. Ah, gut. Wird Zeit aufzuhören, glaube ich. Ich glaube, deine CPU ist gerade ein bisschen überlastet. Ja, gut möglich. Warte mal. Jetzt, wo wir gerade von CPU reden, ne? Wenn ich das Modpack spiele, da gucken wir. Oh. Was ist dann eine CPU-Auslastung? Wo segnete? Taskmanager. Also meine CPU-Auslastung ist gerade mal bei 35%. Okay, 40. Wenn ich mich bewege. Ja, 36, das geht aber. 70. Na, die steigt ganz schön hoch. Also Stream wird eher. Ich habe eine CPU-Auslastung von 90%. Hä, warum hast du so eine... Ja, du bist ja auch noch im Stream, das ist das. Ja, ja. Der Stream macht eine Menge aus. Ja. Also OBS ist eigentlich sehr ressourcenfressend, wenn es danach geht. Es geht eigentlich. Also Stream ist ressourcenfressend. Wenn du das gar nicht. Das merkst du gar nicht. Ich sag... Kannst du sogar mit 30 FPS und du hast trotzdem noch 30 FPS. Guck mal bei ihnen unter der Decke oben. Guck mal. Ja, den hab ich da in die Hand. Warum? Weil ich dachte, also du musst ja irgendwo den Strom anklemmen, eigentlich unten. Und ich wollte da so ein Ladegerät dranhängen, so ein wireless LAN-Ladegerät. Und gucken, ob das funktioniert, damit das sich praktisch gesehen gegeneinander speist. Geht aber nicht. Ich kam noch nicht dazu, ein zweites Ladegerät zu bauen. Jetzt muss ich es ja wie wieder tun. Wie teuer ist ein Ladegerät? Warte mal. Ladegerät kostet nicht viel. Meintest du diese Box da? Genau, drahtloses Ladegerät. Ja, genau. Braucht man wieder Dingskopf. Ender. Ja. Resonantor. Hm. Ach du Scheiße. Sehr brauchst, gut, ne? Brauchst einen Enderman-Kopf. Und der ist ja sehr, sehr schwer zu bekommen. Lass mal gucken, hab ich noch einen? Das Schlimme ist, das ist eine Aufgabe, das ist ein Quest. Muss man definitiv machen. Ja, ich nicht mehr. Ich aber, bin geheilt. Aber so oder so nicht mehr heute. Nee. Weil Leute, für heute ist der Stream gleich vorbei. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Morgen, je nachdem, was ihr jetzt noch tun werdet. Der Blood Moon geht auf. Sollte ins Haus reingehen. Ja, bin ich. Ich stehe vor dir. Ich weiß nicht, nachdem ich die Bäume aufgestellt habe, weiß ich nicht, ob da zufälligerweise jemand kommt. Alle Türen zu. Genau. Machen wir die auch zu. So, zur Sicherheit gleich mal eine Etage nach oben gehen. Ich gehe mit dir. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, weil eigentlich können die ja auf den Bäumen spawnen, ne? Wenn ich F7 drücke. Achso,
Hä? Warum fehlt dir denn Holz? Wo fehlt mir Holz? Bist du noch nicht fertig? Hier. Wo bist du? Hinter dir. Hier. Hä? Hadi, siehst du mich ach, nicht? Ach da. Das war auch so ein Fehler von der Axt. Achso. Ja, hier ist auch. Hier fehlt auch noch was. Ja, ja, wie gesagt, das ist ein Fehler von der Axt. Also die Spinnen können hochklettern übrigens, aha. Die klettern doch einfach über den Zaun. Frechdachs. Mm. Ist die Spinne doof. Ist erst auf mein Grundstück raufgeklettert und dann wieder runter. Ey, ich glaube, die werden auch zurückgepackt wegen dem Zaun, weil der anderthalb hoch ist. Ja, ja, die können aber drüber klettern. Ja, normalerweise können die drüber klettern, aber ich glaube, wenn sie oben auf den Zaun stehen, werden sie auch wieder zurückgepackt. Hm. Weil die das dann an der Wand sehen und dann gehen sie wieder zurück. Hm. Oh, Alter, was geht denn hier ab? Ja, das ist ein geiler Mob-Farm, Mann. Ja. Und jetzt fallen die alle da hinten schön rein, weißt du? Ja. Weißt du, so könntest du AFK sein und dann kriegst du es innerhalb von 10 Minuten voll. Ja. Auf jeden Fall. So einfach mal einen Balkon hinbauen, damit nur ein Stück raus, damit die dich anvisieren können. Und dann ist Error. Hast du fertig die Mob-Farm. Aber ich muss ja so oder so noch eine Mob-Farm bauen, also. Hier gibt es ja extra einen Quest, wo du so ein Ding bauen musst. Allerdings brauchst du so viele Enderstars dafür. Enderstars sag ich schon. Netherstars dafür. Da kriegst du das Heulen. Das Schlimme ist, damit du Netherstars über diese Maschine kriegst, musst du erst Tier 5 haben. Also komplett ausgebaut. Den Rest musst du mit der Hand fahren. Oh mein Gott. Warum kriegt man bei dir so schnell Hunger? Ey? Das ist ein Modpack, ne? Das ist alt Modpack. Oh mein Gott. Gut, aber... Sei du trotz, es ist 5.25 Uhr. Ich höre auf. Wir gehen auf. Ich gehe jetzt auf. So Leute, verabschiede ich mich von euch. Ich bin jetzt raus. Ciao, ciao.